Check, check. Hallo, hallo. Irgendjemand da? Nein, perfekt. Dann spiele ich heute mal für mich alleine. So, ich check mal ganz kurz nochmal den Pegel. Der Pegel ist okay. Ja, okay. Okay. Test, test. Sehr gut. So, mal ganz kurz gucken. Wo bleiben die Leute? Keiner da. Meine Güte. Auf niemanden Verlass. Absolut niemanden. Eben, ne? Jetzt verpassen alle die geile Lore, die ich mir, ne, mühselig zusammengeschrieben habe. Und im Hintergrund werde ich noch die Leute dingsen. Ne? Sagen. Gehen wir mal in die Einstellungen. Nicht, dass ich aus Versehen irgendwas anklicke. Und, ne? Plötzlich passieren Dinge. Musik kann ein bisschen runter. Soundblockstück und Lab. Soundeffekte. Machen wir 70. So. Das sieht schon gut aus. Anwenden. Nicht vergessen. Sonst speichert er das Ganze nicht. Meh, 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 meh. Ja, lass mich doch. Randale. Perfekt. Wenigstens der Command funktioniert, ne? Das ist das Wichtigste. Tentakel gibt es heute nicht. Glaube ich zumindest. Obwohl, es gibt ja einen Boss. Der hat Tentakel. Wer den Teststream geguckt hat, der weiß mehr, ne? Beim Teststream waren sie alle ganz neugierig. Und jetzt ist keiner da. Da haben wir schon gern. Ob das Zufall ist, dass es immer Tentakel gibt in irgendeinem Spiel. Oder ob das von mir aus kommt, dass ich mir Spiele raussuche, wo Tentakel dabei sind. Das ist jetzt eine Frage, die man so in den Raum stellen könnte. Macht er das mit Absicht oder ist es jetzt immer nur vom Spiel her, ne? Resident Evil, Nemesis Tentakel, Prey, Tentakel Aliens, Parasite Eve 2, auch Tentakel Monster. Schon merkwürdig, oder? Jetzt mal aber noch immer ein bisschen zu laut hier, ich weiß nicht. Also die Musik ist schon sehr epo. Halisch, sag ich mal. Das hört man vielleicht raus hier. Ja. Wenn wir schon dabei sind. Komm, ich tu noch ein paar Leute nerven. Vielleicht kommen noch ein paar mehr. Ne? Wie lange haben wir es jetzt? 13 Minuten. Na komm, ich nerv noch ein paar Leute. Dass hier auch noch ein paar mehr kommen vielleicht. Wo habe ich den Rest? Ach hier. Da ist der Rest. So. Der wird noch genervt. So, ich nerv erstmal alle Leute, ne? Und dann fangen wir an. So, wo haben wir denn die Leute? Die drei hole ich mir noch. So. Was habe ich denn da? Ein Staubkorn? Was ist denn das? Ich habe hier ein Staubkorn am Bildschirm. Meine Güte, was ist denn das? Oh mein Gott. So, okay. So, check. Die üblichen Verdächtigen mal genervt. So. Wieder ins Spiel. Wollt ihr den Discord ausmachen? Der nervt gerade ein bisschen, kann das sein? Witcher 2, ne? Ja, das ist die Frage. Entweder gibt es einen neuen Patch oder du musst es manuell machen. Aber da kann ich dir den Patch raussuchen für die Umlaute und so. Du musst mir nur Bescheid sagen, dann schaue ich. Also, Bescheid sagen, dass ich suchen soll. Na, dann habe ich den in 5 Minuten rausgesucht. Na, was ist da los in Discord? Meine Güte. Ich mach gleich aus. Politische Diskussionen. Schön für euch. Deutschland ist scheiße. So, jetzt haben wir es. Offiziell.
Politik im Allgemeinen ist scheiße. Deswegen gebe ich einen Fick drauf, was die Leute quatschen. Es ist so dieses Stammtischverhalten. Ah, nee, nee, nee. Da kriege ich einen Zug aus. Lol. Ach so, du hast den Pet schon. Das ist sehr gut. Na, geht doch. Also so eine halbe Stunde spielen. Oder vielleicht 60 Minuten. 60 Minuten. Ungefähr 30 bis 60 Minuten. Dann ladet auf jeden Fall erstens das Tutorial, ne? Und wenn du mit dem Tutorial dann durch bist, müsstest du dann mal gucken, im ersten Kapitel, ob es dann abschmiert. Nämlich, im Tutorial habe ich noch keinen Dings gehabt. Da war irgendwie noch nie irgendwas abgeschmiert. Es ist immer erst im Kapitel 1, glaube ich. Also was ich jetzt weiß von Witcher 2. Die Bugs. Lol. Dragottes Tutorial übersprungen. Wow. Du hast eine Sidequest verpasst, Drago. Will ich nur mal kurz erwähnt haben. Na gut, dann halt nicht. Das ist typisch Drago. So. Ein Viewer Stream. Engaged. Na, was ist hier? Okay. Ich habe meine Nüsse und Rosinen. So. So. Ich habe den Spielstand hier gespeichert, den ich habe. Ich habe hier schon den Max-Level. Ich habe 50 Stunden gespielt. Über 50 Stunden. Ziemlich geiler Scheiß. Obwohl die Leute sagen, das Spiel hat nur 10 Stunden. Ja, wenn man nichts macht, außer die Hauptstory und sonst nichts. Aber ich mache ja alles Optionale, was geht. Und war noch ein bisschen farmen, ne, für Max-Level. Alle Waffen, Max-Level, alle Lore-Stücke, die es gibt. Und ich habe jetzt auch vor, bei Timmy's hier, das Secret Ending freizuschalten, wenn möglich. Wir fangen erstmal an mit dem neuen Spiel, ne? Also, dass man ganz von Anfang erstmal guckt, ne, was gibt es, wie fängt die ganze Scheiße an. Und dann wechsle ich später auf meinen fertigen Spielstand, dass ich nicht nochmal alle Waffen und alle Lore-Stücke sammeln muss. Ne. Das dauert mir dann so ein bisschen zu lang. Ne. 50 Stunden sind 50 Stunden. Und da habe ich nicht nochmal Bock, das jetzt nochmal alles zu sammeln. Aber wir machen den Anfang jetzt nochmal Step by Step, ne, von der Story, vom Intro, ne? Das Intro ist ja ziemlich geil. Das muss ich herzeigen. Das kann ich nicht jetzt nachträglich kann ich das Intro dann nicht mehr spielen. Beim alten Spielstand geht das nicht. Und man muss wirklich von da anfangen. Ne? So, fangen wir an. Neues Spiel. Habe ich jetzt ein neues Spiel ausgewählt oder neues Spiel? Achso, okay, gut. Neues Spiel ist neuer Speicherstand. Okay, gut, gut zu wissen. So. Hermesfestung. Wir fangen in der Hermesfestung an. Das Königreich von Hermes, Land der Alchemie, heißt, die hier praktizieren. Alchemie kann Seuchenkeime zu Gegenmitteln verwandeln. Das Volk von Hermes wurde von dieser mystischen Kunst geschützt und das Königreich wurde zu einer mächtigen Nation des Kontinents. Ja, genau. Das ist so die Grundstory hier, ne? Hermesfestung jetzt. Das Königreich ist super mächtig geworden, es gab Alchemie und alle waren happy zu diesem Zeitpunkt. Ja, so fängt das Ganze an. Wir starten direkt in der Hermesfestung. Die Hermesfestung gehört eigentlich zu Kapitel 3, aber wir spielen es jetzt als Intro, ne? Also, Intro. Ein bisschen verwirrend, wenn man am Anfang spielt und denkt sich so, Hermesfestung, ja. Und dann fängt man komplett von vorne an, startet im Zirkus und denkt sich so, okay, Spiel, wieso machst du das? Es hat so relevante Gründe, ne? Erstmal spielt man zeittechnisch in der Zukunft, kriegt einen auf den Schädel geballert und dann fängt man wieder von null an.
dann von diesem Gedächtnissplitter-Gedöns, wo man gestartet ist, fängt man ganz von vorne an und kämpft sich dann bis zum Ende durch zu dieser Erinnerung, wo wir jetzt starten. Klingt kompliziert, ist es auch, weil die meisten Leute die Story nicht richtig kapieren. Ja? So. Also. Starten wir. Genau. So, beginnen sind alle krepiert an Infektionskrankheiten. Sie wurden infiziert, hatten Schmerzen. Und dann kam die tödliche Seuche. Genau. Wissen wir schon? Das Königreich tat ihr Bestes, um die Epidemie und scheußliche Kreaturen zu töten. Es gab Widerstand. Der Widerstand war zwecklos, bla 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 bla. Ja, ist ja gut. Auf jeden Fall, die Hermes-Königreich war in einem Baum. Der Baum war natürlich heilig. Und man fand dann später noch ein Heilmittel durch die Alchemie. Aber die Seuche war nicht besiegt, trotz der Alchemie, der als Segen der Erleuchtung galt. Und wo Licht ist, ist auch Schatten. Ja, der Corvus hier, das ist der Typ hier, den wir gerade spielen. Ich wollte das Bild gerade zeigen, aber okay, dann nicht. Meine Güte, man muss ultra schnell lesen in dem Spiel, also wenn dann Text abläuft, weil es gibt leider keine Synchro. Das ist das größte Problem. Es gibt keine Synchro. Weniger reden, mehr töten. Gleich. Wir spielen noch das Intro. Ne? So übermächtig bin ich jetzt noch gar nicht. Wir fangen mit der Grundsteuerung an. Und pipapo. Ich kann Dinge einsammeln. Und ja. Ne? So. Ganz easy cheesy. So. Boah. Alter Schwede, ist der langsam. 30 FPS aus der Hölle. Oh, Verordnung. Alle sind gestorben. Okay. Leichen verbrennen. Symptome und Mutationen müssen den Rittern gemeldet werden. Vorräte werden von den Rittern gestellt. Alle Leichen verbrennen. Genau. Für die Reinigung. Also da merkt man schon so ein bisschen, ah, okay. Alle verbrannt. Zerknülltes Stück Papier. Folge dem Befehl und suche nach den Herzen. Das ist so gesehen die Hauptmission. Folge den Herzen. Ne? Also suche die Herzen. Das ist die ganze Mission eigentlich. Ich habe noch kein Inventar, oder? Warte mal. Ach, doch, habe ich. Ich habe ein Inventar. Guck mal, ich habe Talente. Stufe 1. Und wer sich jetzt fragt, so, okay, Stufe 1, kann ich noch leveln im Intro? Nein, ihr könnt nicht leveln im Intro. Nope, gibt's nicht. Aber ich habe hier schon ein paar Erinnerungsdinge zum Leveln. Also Taschenseelen gibt's hier. Ein merkwürdiger Kristall. Der wird später nochmal erklärt, was das Ding überhaupt macht. Ne? So, by the way, Fähigkeiten später gibt's keine. Zutaten haben wir auch keine. Hier haben wir das Tutorial dann nochmal nachträglich. Hier haben wir die Chronik, die Hauptquest. Und hier haben wir dann ein bisschen die Lore in 94 Teilstücken aufgebrezelt. Ja, Rezepte kann man sammeln, muss man nicht. Zutaten, ja, da gibt es einige. Aber da schauen wir dann später nochmal drüber. Ne? So. Ja, Drago ist sehr gut, ist sehr gut. So, wir schnetzeln jetzt, ne? Säbelangriff, Gegner zerhacken, das erzeugt Wunden. Und mit dem Dolch zerhacken wir dann die Wunden. So, mal geguckt. Wir sind dann der erste Gegner. Hier. Hallo! Guck, guck. Hui! Na, daneben! Oh, verdammt. Hallo? Ich möchte gerne Dinge tun. Nein. Junge. Das Spiel will gerade nicht. Hallo? Sekunde, was ist denn hier los? Ich hab doch meinen Hinrichtungsangriff. Ach so. Ich hab doch gar keinen. Hab ich Clown-Angriffe?
Auf Level 1? Warte mal kurz. Die Langklaue habe ich. Okay. Halte gedrückt. Ach Gott, ich muss gedrückt halten. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich habe hier noch Level 1 Klaue. Na toll. Ja, okay. Gut. Das ist jetzt der Luxus, den wir nicht haben, weil wir sind noch Level 1. Das Spiel sagt, wir sind Level 1 und unsere Klaue ist für ein Arsch. Okay, gut zu wissen. Na gut, okay. Also, leveltechnisch geht später um einiges mehr. Ne, ich kann keine Klaue machen. Nö. Ich kann keine Klaue. Ist nichts. Nö. Keine Klaue. Level 1. Toll. Leute, ich bin Level 1. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Da haben wir noch eine Tante. Ja, ja. Ich kann jetzt Parry lernen. Ich weiß. Das ist schön. Parry interessiert mich noch nicht. Fein. So. So, was haben wir denn da noch? Hier müsste noch irgendwo Loot sein, oder? Nope. Kein Loot. Nix. Nada. Da ist noch etwas Schönes. Schauen wir mal. So, ein Papier am Boden. So. Die tödliche Stille auf den Straßen. Die Stadt ist vollständig abgeschottet. Es gibt nirgendwo Nahrung oder Trinkwasser. Hm? In Intro-Bildschirm hat man ja gesehen. Eigentlich sollte die Versorgung geregelt sein durch die Ritter, aber es gibt nichts. Oh, was ist mit meinem Parry? Nicht Parry. Ja, Parry kann ich, aber ich habe hier meine Langklaue nicht. Das geht mir gerade wieder am Keks. Level 1, oh Gott. Ich habe hier null Fähigkeiten und muss jetzt nochmal alles von vorne. Ach du Kacke. Ja, fixieren kenne ich schon. Ach, jetzt sind es zwei Gegner. Na komm. Na komm. Daneben. Was? Daneben. Und tschüss. Und eins. Und zwei. Easy. Aber das mit der Klaue nervt mich gerade ein bisschen. Ich hätte gerne ein Level-Up, aber nö. Ah, es wird nichts. Hallo. Was ist jetzt los? Oh. Du bist der Verschlinger. Okay. Jetzt kriege ich den Klauenangriff. Meine Güte. So. Corvus hatte gerade einen Flashback, glaube ich. Nope. Hab dich. Klauenangriff. Hehe. Warte. Nein. Du sollst einen langen Angriff machen, Junge. Ja, Gott. Ich muss mich gerade mal an die. An das Level 1-Feeling hier wieder erinnern, weil. Es ist schon so lange her. Gott im Himmel. Level 1. Zack. Alter, eine solchen Waffe. Yo, ist gut. Danke, Spiel. Also das Tutorial erzählt dir wirklich haargenau, was du machen sollst. So, jetzt kann ich meinen Clown-Angriff machen hier. So, zack. Das ist der Clown-Angriff. Hm. Den will ich. Genau den. So, was haben wir hier? Oh, hi. Und tschüss. Easy. Gut. Nächstes etwas. Kann ich nicht noch laufen? Ich weiß es gerade gar nicht. Hm. Patsch und tschüss. Böse. Easy. Flüssig wie Butter. Ich liebe es. So, sind wir jetzt? Haben wir Ruhe? Sehr gut. So, noch ein Tagebuch eines anonymen Soldaten. Der Königsdolch und die Graurüstung sind unsere letzte Hoffnung. Wer der Königsdolch ist und die Graurüstung, das erfährt man vielleicht später über fünf Ecken. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht am Anfang, ne? Die Lore. Wer zum Fick ist der Königsdolch? Und wer zum Fick ist die Graurüstung? Ja, es erzählt uns das Spiel jetzt nicht großartig. Man rennt durch das Intro, ne? Und kriegt immer nur so ein paar Schnipsel. Die haben die Überlebenden angeführt und wollten Dinge in Ordnung bringen.
Die infizierten Leichen wurden verbrannt. Genau. Also war der Plan. Aber irgendwie hat es nicht so ganz funktioniert, ne? Blöderweise. Das ist hier eigentlich mehr oder weniger das Endergebnis, sag ich mal. Ist hier noch einer? So. Jetzt kommen wir zum ersten Speicherpunkt. Easy cheesy. Habe ich jetzt schon was zum Heilen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich muss mal gucken. Nee, natürlich im Intro. Im Intro ist alles gesperrt. Alles ist gesperrt im Intro. Ja, man hat hier kein Level-Up, man hat keine Tränke, man hat keine Seuchenwaffen, man kann die Seuchenwaffen nicht ableveln, Tränke kann man nicht leveln, Talente kann man auch nicht leveln, man kann streng genommen im Tutorial gar nichts machen, absolut gar nichts, ne? Und man wird dann direkt mit dem ersten Boss konfrontiert und man ist im Arsch, ne? So. Federn, so tödlich wie eiserne Pfeile. Genau, mit Federn kommt man jetzt auch noch. Kritischer Angriff, Parry machen und Federangriffe. So, wir haben unsere drei Federn, das ist nice. Und hier kommt der erste Mini-Boss, ne? Hui! Ist sehr gut. Aua! Nein, 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 nein! Was ist das? Aua! Aua! Nein! Ah, ich bin tot. Nee, jetzt geben die mir die Tränke. Natürlich, das ist nett. Ich kenne das ganze Tutorial ja schon. Und... Ui, es war der Parry. Ah, fuck it. Aua! Ich hasse Level 1 hier. Du kleiner Bastard. Komm her. Ah, shit. Daneben. Mit. Lass mich. Nein. Not today. Ah. Ui, das war knapp. Ui. Daneben. Ey, Junge, lass mich doch mal heilen. Danke. Aua. Erwischt. Easy. First try. Miniboss tot. Sehr gut. Ui. Also, das erste Mal spielen, da bin ich öfters gestorben. Eieieiei. Ivo, was tust du da? Nope, not today. Ich bin nicht gestorben. Das war kein Fail. Ich habe überlebt. Und hallo, Necro. Falls man jetzt denkt, so, ne? Bin ich schon Level 10 oder so? Habe ich mich schon hochgefarmt? Nein. Im Intro kann ich nicht leveln. Ich muss als Level 1 Dude hier durchlaufen. Boah. Ich habe das komplett verdrängt, ne? Ja, mir geht's gut, mehr oder weniger. Es war ein bisschen regnerisch, bin ein bisschen verrotzt, aber es geht, sag ich mal, ne? Sonst geht's eigentlich. Und ja, du hast die ersten 5 Minuten verpasst, da waren auch nicht so viel, ne? Wir haben hier schon ein bisschen Lore gesammelt. Wir haben da ein bisschen Tutorial gemacht. Hier haben wir noch nichts. Hier haben wir nur ein paar kleine Kleinigkeiten eingesammelt, ne? Leute werden verbrannt, Leute sind verseucht und es gibt keine Nahrung mehr. Alle sind verhungert, alle sind tot. Und die einzige Hoffnung ist der Königsdolch und die Graurüstung, um das Königreich Hermes zu retten. Ja. Nur viel dazu. Story und so. Ne? Endlich mal Regen. Ich war Arbeit und zurück im strömenden Regen. Das war geil. Ah. So. Weiter im Text. Hallo. Jemand zu Hause? Guck. Schau mal, ein Friedhof. Ein Friedhof. Fürchterlich. So, nächstes. Wer ist nur dazu gekommen? Was? Wie ist es nur dazu gekommen? Sie sagen uns, es hätte einen Unfall gegeben. Am Geburtstag des Königs. Bevor hat sich die Seuche nur außerhalb des Königreichs verbreitet. Doch nach dem Ausbruch sind alle verrückt geworden.
Also wir im Intro-Text haben wir noch gelesen vorher, die Seuche gab es schon einmal im Königreich, wurde dann vernichtet durch Alchemie und wütete dann außerhalb des Königreiches. Und erst danach ist die Seuche ein zweites Mal ausgebrochen. Also ein zweites Mal. Ne? Falls jetzt hier irgendwie Fragen aufkommen, verstehe ich nicht. Ja, doch. Ah, ich kann doch noch laufen. Ich hätte jetzt gerne noch mal einen Speicherpunkt. Gibt es einen Speicherpunkt? Nö, es gibt keinen, oder? Nö, gibt es hier keinen. Schade. Na gut, dann muss ich halt hier runter und versuchen nicht zu sterben. Ich habe keine Tränke. Haha. Ja, oder ich habe keine Tränke. Ich werde gleich sterben. Ja, gleich kommt's. Na? Da vorne rennt einer rum. Was ist hier? Hallo? Hallo? Keiner zu Hause. Nein, nix. Hier brennt's, ne? Also da haben wir schon was angezündet. Da rennt ja wieder einer rum. Ich sehe es ja kommen. Oh nö, ein Speerträger. Fick dich. Aua! Junge, hau ab! Daneben! Daneben! Au! Arsch! Nein! Nicht sterben! Nicht sterben! Hallo? Nein! Du kleiner Bastard! Ich hasse Schwertringer. Gestorben im Tutorial. Bastardo! Ja, so kann's funktionieren, ne? Voll der Fail. Nico, jetzt kannst du Fail schreiben. Ich bin gestorben an einen Standardmob bin ich gestorben. Ich bin gestorben an einen Standardmob. Das ist echt Schande. Sehr schön. Hellraiser. Okay. Interesting. Also interesting. Wie viele Teile gibt es von Hellraiser? Weiß es gerade gar nicht. Na gut, dann halt nochmal den ganzen Weg laufen. Ist ja nicht so lang. Ne? Wir haben ja nur Standardgegner vor uns. Und wir haben wieder alle drei Heiltränke. Ja, schön. Ich hätte mich nochmal kurz ans Feuer setzen sollen. Ne? Na gut, ich hole mal halt nochmal meine Seelen. Ne? Meine Seelen, wo sind sie denn? Da. So, ich habe wieder meine Seelen. Und du Arschloch, komm her. Komm her. Komm her. Oh Mistkerl, der hat mich getötet, ne? Der Arsch. Hey! Du Mistkerl. Jetzt, ich hasse Speerträger. Habe ich das schon mal erwähnt? So, Freund. Einmal. Ja, komm, komm, komm. Es ist ja das Mieseste, dass die hier. Aua! Es ist ja das Mieseste, dass die hier einen Dreifach-Kombo rausholen können, ne? Ja. Aua! So, jetzt aber. Ruhe im Karton! Nieder mit den scheiß Speerträgern! Ich brauche kein Schwein hier! Weg damit! So. Jetzt habe ich wieder keine Heilung, ne? Schön. Ich baller hier den ganzen. Was? Dich habe ich gesehen. Zack, weg mit dir. So. Du bist der Nächste. Easy. Easy. So. Befriedet. So, noch ein Lore-Schnipsel. Wir reden von Hellraiser, nicht von Hellraider. Oder wie hieß das Ganze nochmal? Mit der Hauptrolle einer weiblichen Person? Interesting, interesting. Skeptisch, nekroskeptisch, okay. Ja, das Biegen und Brechen ist schon ein bisschen lästig, also eher nervig. Falls man da wirklich richtig hardcore die Charaktere hineinpresst in so einen Kram, ne? Das kenne ich, das kenne ich.
Leute, ich habe hier noch Lore für euch, um euch von der Scheiße abzulenken. Der Pfad in den anderen Regionen des Königreichs sind entweder von Monstern gesäumt oder von Soldaten gesperrt worden. Niemand kann hinein und niemand hinaus. Also wir spielen streng genommen hier innerhalb des Königreiches und bekommen nicht in andere Königreiche hinein. Was interessant ist, ne? Weil das Spiel gibt storytechnisch. Da haben wir noch eine schöne Alpha Ball, ne? Indie-Game, ja. Ist ein Indie-Game. So, wo bin ich denn jetzt? Achso, das war nur dieses Gebiet hier. Mehr war nicht. Ist das Intro echt so klein? Ich habe das gar nicht so klein in Erinnerung, aber okay. Das Intro. Leute, ich frage für den Freund, machen wir den Intro-Boss, den Intro-End-Boss, First Try, ja oder nein? Ich frage für den Freund, ne? Was? Ich soll nicht dazwischen quatschen? Ey, es ist ja schlimm, ja, ganz, ganz schlimm hier. Wow, ich mache hier einen Lore ran und reite dazwischen. Also, wenn es ein Kackthema ist und man sich nur drüber aufregt, ne? Ja. Ich habe hier noch ein Spiel, mit dem ihr euch ablenken könnt. Jetzt kommen die Wetten, Freunde. Jetzt kommen die Wetten. 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 Intro Boss. First Try. Level 1. Ja oder nein? Intro End Boss. End Boss. So. Mit Level 1. Ja oder nein? Ich pack das. Ja, man hatte gesehen im Teststream, der war ein bisschen härter. Da hat er dann zwei Phasen gehabt, der Intro-Boss, ne? Nur so by the way, ne? Ich kann nicht leveln, ich habe keine Fähigkeiten, keine Talente. Das ist alles, was ich habe. Das ist ziemlich scheiße. Also ich habe nicht mal die Ausweichrolle, ich habe die Klaue nicht. Ich habe hier kein ordentliches Parry. Säbelangriff macht Level 1 Schaden. Sprung, Säbelangriff kann ich nicht benutzen. Drücke im Sprung. Die Sprungattacke geht auch nicht. Ich bräuchte die ganzen Skills, die ich hier nicht habe. Was heißt, ne? Es wird ein bisschen schwierig, ne? Nur so ein bisschen schwierig. Was? Ich hab Geld? Nee. Wenn ich Geld hätte, dann hätte ich mir Steel Rising gekauft. Haha. Wie viel kostet Steel Rising? 40, 50 Euro? Oder vielleicht mehr? Wie viel kostet Timisia? 20 Euro? Hallo? Ja? Wenn du dich ordentlich umguckst und einen Rabatt findest, kriegst du Timisia für 20 Euro. Achso, ich habe kein Geld, so rum, sorry. jetzt geht die Nase. Ja Gott. Sorry. Boah. Ich sterbe gerade. Das ist zum Nerven. Kurz vom Bossfight kriege ich einen Niesanfall, Leute. Ich werde sterben, weil ich niese. Ab dem Himmel. Üff. Schande! Wow! Sorry! Man merkt, ich bin durch strömenden Regen gelatscht. Ah. Bah! Hässlich! Bah. So! Geistig auf den Bossfight vorbereiten. Ah. So. Ah. So. Let's get ready to rumble.
Wollen wir? Ganz kurz nochmal gucken, ob auch noch alles funktioniert im Stream, ne? Nicht, dass ich hier den First Try mache und die Aufnahme funktioniert. Das wäre ja was, ne? First Try und die Aufnahme geht nicht. Das wäre es jetzt, ne? So. Wer sich fragt jetzt, wer zum Fick ist der Königsdolch und wer zum Fick ist die Graurüstung? Hier kommt es. Die zwei hier. Hier haben wir den Königsdolch. Ja, das ist die Tante hier, die Einäugige. Und das ist die Graurüstung. Der Stellvertreter, streng genommen, ne? Ja. Was es mit denen zwei auf sich hat, dazu kommen wir später. Wird? Nein? 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 Aua. Es ist tut weh. Es tut weh. Nein? Nein? Ich habe dich schon so oft geübt. Au. Okay. Egal. Schande. Ups. Fucking hell. Ja, aber diesen Kampf kann man angeblich gewinnen. Und naja. Da muss man schon ein bisschen Skill haben mit Level 1. Boah, das ist schon ein bisschen schwieriger. Stell dir mal vor, du levelst nie und bist Level 1 von einem Endboss. Hm? Mei. Unmöglich. Aber es soll Leute geben, die das schon mal geschafft haben. Ein schöner Vergleich. Beatrice und Stein aus Final Fantasy 9. Nice. So, kommen wir zu den Hügel der Philosophen. Das Königreich Hermes liegt in der Krone eines riesigen Baumes. Als landesweit Probleme überhand nahmen, zogen sich die Könige vergangener Generationen in das Herz dieses mystischen Waldes. Die Legende besagt, dass sie hier auf das Wissen ihrer Urahnen zurückgreifen können. Und darum tragt dieser Ort den Namen der Hügel der Philosophen. Ja, ne? No. Wir kriegen hier eine nette Cutscene, ne? Hier haben wir eine kleine Prinzessin. Genau. Und anfangs trägt sie noch nicht ihr Rotkäppchen. Das sieht man hier. Erst später. Ja, und das war eigentlich der Grund, der Startschuss mit Corvus, dass er sein Gedächtnis verliert. Er war auf der Suche nach den Varg und nach Urd. Varg und Urd, ja, so heißen die zwei. Den Königsdolch und der Schattenrüstung. Um herauszufinden, was zum Fick eigentlich im Königreich Hermes passiert ist. Nämlich in Intro hat man noch gelesen, wie solche gab es schon einmal. Dann hat man Alchemie erfunden, hat die solche ausgerottet innerhalb des Königreiches. Und danach gab es einen zweiten Ausbruch am Tag des Geburtstags des Königs. Ne? Und die ist halt die kleine hier, die Esemi. Ist so ein bisschen die gute Seele von dem Spiel hier, die immer auf ihn aufpasst, egal was passiert, ne? Corvus, endlich bist du wach. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Du wurdest schwer verletzt. Glücklicherweise hast du es rechtzeitig zurückgeschafft. Ja, wir haben ja den Intro-Boss jetzt gesehen, ne? Seitdem hat Corvus ein bisschen Schwierigkeiten, sich zu erinnern, was überhaupt passiert ist. Ne? Ein bisschen schlimm, ne? Man kriegt ein riesiges Großschwert ins Gesicht geklatscht und verliert seine Erinnerungen. Ne? Bisschen blöd. Ivy und seine kleine Prinzessin. Nee, also die ist ein bisschen zu jung. Die ist unter 18. Nee. Vielleicht ihre große Schwester, die... Vielleicht, ne? Aber die hier, die ist zu jung, ne? Die Prinzessin. Die Prinzessin
des Königs. Ja, by the way, das ist die Prinzessin vom König. Adeliges Blut und so. So. So, die Esim ist ein bisschen verzweifelt, ne, weil Corvus hier Gedächtnisschwund hat. Corvus, erinnerst du dich an das, was du getan hast? Nope. Du benötigst die korrekte Rezeptur, um die Hermes-Antwort nutzen zu können. Ja, das wird ein bisschen schwierig. Also die Rezeptur besteht mehr oder weniger aus zwei Zutaten. Und wenn man das storytechnisch nicht richtig aufpasst, dann steht man am Ende des Spiels da und fragt sich, welche Zutat nehme ich denn jetzt? Ja, und deswegen mache ich diesen Lore ran, um die Endings zu erklären. Nämlich jeder spielt das Spiel durch, denkt sich so, ja, ist okay, keine Kämpfe. Die Lore interessiert mich nicht, die lese ich irgendwann durch. Und es hat mich so ein bisschen genervt, also wo ich die Streams verfolgt habe von anderen Leuten. Und dachte mir so, sorry Leute, das geht gar nicht. Da muss ich jetzt die Lore spielen, sorry, das muss jetzt. Ja? Und Esimi, die Tochter, die Prinzessin vom König, die schickt jetzt unseren Corvus los und er muss sich jetzt erinnern, obwohl er gerade ein Schwert ins Gesicht bekommen hat, ne? Gedächtnisverlust, ist er so oder so irgendwie die letzte Hoffnung des Königreiches. Tja, bisschen blöd, ne? Mit Gedächtnisschwund und so, ne? So, offenbar hat deine Verletzung dazu geführt, dass du dein Gedächtnis verloren hast. Es war also hilfreich. Es wäre hilfreich, wenn du beschreiben könntest, woran du dich noch erinnerst. An nichts. An gar nichts. Komm wieder, wenn du dir über deine Erinnerungen im Klaren bist. So. Du kannst dir bis dahin ein wenig die Beine vertreten. Vielleicht hilft das deinem Gedächtnis auf die Sprünge. So, und jetzt sitzen wir erstmal hier. Wir sind im Dingens, wie heißt das Ganze? Im Hub. Also wir sind mehr oder weniger im Traum des Jägers. Man hat hier eine Karte. Also hier hat man eine Karte. Hier kann man nochmal aufleveln. Hier gibt es noch was zum Lesen. Hier gibt es auch noch was zum Lesen. Dann kann man hier nochmal die Seuchenwaffen, glaube ich, hier hochleveln, wenn man Bock hat. Da die Tränke. Am besten nicht leveln erstmal, ne? So, erstmal leveln. Darf ich leveln? Nö, ich darf nicht leveln. Gemeinheit. So, und das hier wird später sehr, sehr wichtig, das Ding hier. Hier ist der Endkampf des Games. Mit dem heiligen Baum von Hermes. Der heilige Baum von Hermes. Ja, so heißt das Ding. Der Baum ist heilig. Also, ne, macht keinen Scheiß. Der ist wichtig. So, hier haben wir noch mehr zum Lesen. Noch mehr zum Lesen. So, leveln darf ich nicht. Gemeinheit. Gott, den Himmel. Gibt's hier was? Nö. So. Na gut, dann lesen wir mal halt ein bisschen. Weil, Story und so, ne? Das sind halt jetzt nur so ein paar kleine Schnipsel. Die ganz krassen Schnipsel, die kommen erst später. So, Bekanntmachung des Königs von Hermes. Die Familien des Ritterordens haben den König ersucht, keine Ritter mehr in die Kämpfe jenseits der Grenze des Königreichs zu entsenden. So rum. Also, wir merken uns, es gibt irgendwo einen fucking Krieg, alle sterben. Und der König schickt seinen Ritterorden in den Krieg. Und die Leute haben keinen Bock drauf. Die ehemalige Vorsitzende des Instituts für alchemistische Studien, Esmeralda, hat offiziell jemanden zu ihrer Nachfolge bestimmt. Esmeralda gab bekannt, dass sie für die Leitung alchemistischer Forschung von Hermes eine Person mit noch weitreichenderen Fähigkeiten als der ihren sucht. Der Dämmerzirkus aus dem Bäumemeer wurde erneut zu einer Darbietung des königlichen Hofes geladen. Wie erwartet wurde Ringmeister Odur neues Programm von allen Zusehern
in höchsten Tönen gelobt. Also erstmal, die feiern erstmal eine Party, dann gibt es nochmal Krieg und die gute Esmeralda will ihren Posten abtreten als Meisteralchemistin. Das ist wichtig. Oh, wie gelesen vorher schon, es gab es im Intro, den Text, am Geburtstag des Königs gab es einen Vorfall. Und dann ist die Seuche ausgebrochen. Zum zweiten Mal, wohlbedenkt. Ne? Nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal. Die haben hier eigentlich schon Alchemie gehabt, durch die Esmeralda, ne? Die Meisteralchemistin. Und die haben eigentlich schon ein Gegenmittel gehabt. Aber am Geburtstag des Königs gab es einen Vorfall und die ganze Scheiße ging wieder von vorne los. Warum, weshalb, werden wir vielleicht später nochmal erfahren. Der Drago verlässt uns. Nein, er darf uns nicht verlassen, aber die Lore, ihr müsst doch die Lore. Ach, hey, na gut. Gute Nacht, Drago. So, jetzt machen wir einen Stream hier, einen Viewer-Stream, ne? Drago hat uns verlassen. Drago verlässt uns. So. Also wir merken uns, am Tag vom Geburtstag des Königs gab es einen zweiten Seuchenausbruch. Esmeralda wollte ihren Posten aufgeben als Meisteralchemistin. Die war ja dazu zuständig mit der Alchemie, ne? Dass hier ein Heilmittel hergestellt wird. Und die Ritter ziehen in den Krieg außerhalb des Königreiches und haben aber keinen Bock drauf. Und im selben Moment kommt der Dämmerzirkus ins Königreich. So, das nächste. Esemis Tagebuch. Der Hügel des Philosophen ist das Heiligtum des der Königsfamilien. So. Also ein Heiligtum, ne? Der Hügel des Philosophen. Jedes Jahr im Herbst brachte Vater uns hierher. Er sagte, dass er auf den Hügel, dass es auf dem Hügel keinen Könige mehr. Was? Dass er auf dem Hügel kein König mehr wäre, sondern nur noch Vater und Freund. Hier gäbe es keinen Grund für Formalitäten, so sagte er. Nach dem Ausbruch war er zusehends mit innerstaatlichen Problemen beschäftigt. Und wir kamen immer seltener hierher. Also sowas wie ein Ferienort für Adelige, für Normalbürger, ne? Der Philosophenhügel. Die Frage, die sich jetzt stellt, wie gut war denn der König, wenn hier alles den Bach runtergegangen ist? Das würde mich jetzt interessieren, ne? Ja, Nummer 2. Notiz von Edward dem Gesegneten. Wer zum Fix Edward ist, ich habe keine Ahnung. Aha, okay. Edward freut sich darüber, dass der Dämmerzirkus zu Besuch kommt auf dem Hügel der Philosophen. Ah, okay. Es freut mich herumlaufen und miteinander spielen. Es lässt mich die Turbulenzen des Königreichs vergessen. Jedes Mal aufs Neue, kurzfristig. Seit kurzem grassiert eine seltsame Krankheit in den Landen jenseits unserer Grenzen. Ich muss dafür sorgen, dass unser Königreich darauf vorbereitet ist. Aha, okay. Also entweder ist dieser Edward der Gesegnete ein Alchemist oder irgendwas anderes. Aber, okay. Da gab es dann vorher schon, vor dem Geburtstag des Königs, die Seuche anscheinend. Außerhalb. Guck, was haben wir hier? Ja, die alte Inschrift am Tor. Es ist ein Mann der Aufruf des alten Königs, der alten Könige. Nur wer selbst einsieht, wird niemals verloren sein. Er ist ein bisschen kryptisch, also hier ist das Endgame, ne? Der Endboss und die letzte Cutscene. Die wird ziemlich spannend, ne? Da ist der heilige Baum, Pipapo, der leuchtet ein bisschen grün. Aber mehr sieht man hier leider auch nicht. Das ist ein bisschen schade.
Das ist der Haupt-Hub, oder wie man es auch immer nennt, ne? Also, ja, der Albtraum des Jägers, wer Bloodborne kennt, ne? Da kehrt man immer wieder zum Haupt-Hub zurück und kann dann halt von dort aus ne? immer wieder zur nächsten Mission gehen und sich hier ein bisschen ausruhen. Hier hat man die Esimir, die Kleine. Wird später ein rotes Cape an. So, kannst du dich an etwas erinnern? Nein, kann ich nicht. Ich habe Gedächtnisschwund, also lass mich. So, hier gibt es nochmal eine schöne Karte zum Level auswählen. Tränke, Seuchenwaffen geht jetzt nicht. Ne? Leveln können wir jetzt auch nicht. Also hier ist der Levelstuhl. Nee, geht nichts. Na gut. Mit Level 1 zum Bäume mehr. Warte, ich will den Text lesen. Ich will den Text lesen. Ganz wichtig, Text lesen. In den Anfangstagen der Seuche verbannten die Adeligen alle Verbrecher, Armen und auch die Kranken in den niederen Ebenen des Königreichs. Auch als das Bäumemeer bekam. Die Elite der Gesellschaft, die über dieses Elendviertel lebt, kümmert sich nicht um deren Schicksal. Sie bezeichnen die Verstoßenen als Hoffnungslose und überantworten ihr Leben der Krankheit und allerlei scheußlichen Kreaturen. Also das Bäumemeer ist unterhalb der Baumkrone. Ne? Also wir haben gelernt, Hermes, das Königreich, ist ein Baum. Ne? Es ist ein Baum. Und das ist so gesehen ganz die unterste Ebene, wo man hinkommt. Und ja, der Dämmerzirkus ist in der Stadt. Und vielleicht, ja, mal gucken. Vielleicht finden wir ein paar Clowns. Aber nur vielleicht. Ein paar Clowns und ein Messerwerfer, die machen so richtig schön Spaß. Die wollen uns dann töten vielleicht noch, ne? Ah. Das erste Level ist schon ziemlich geil, ne? Alles verseucht. Ne? Das macht so richtig geilen Spaß. Da merkt man schon so, ne? Alle vergammelt, alle verseucht. Obwohl man anfangs ja angefangen hat mit der Hermesfestung, ne? Im Intro springen wir so gesehen 3 Schritte zurück und starten ins erste Level, statt dass wir im 3. Level starten dürfen. Ne? So, zack, ab geht die Post. Na, bisschen hier laden. So, ja, jetzt dürfen wir leveln. Danke, Spiel. Endlich. Bacon found. Leute, wir haben ein Bacon gefunden. Es gibt Bacon. So, was können wir denn leveln? Okay, wir können ein Level leveln, Leute. Ein Level. Holy Quackamole. Und dafür kriegen wir einen Talentpunkt. Oh Gott, der Himmel. Wir sind zu krass hier, ne? Also. Leveltechnisch. Ja, jetzt kriege ich ein Talent, das ist sehr gut. Kann ich hier noch was machen? Ach, ich darf nochmal. Na dann her damit. Warte mal. Was nehmen wir hier? Vita. So. Zack. Vita. Und Gedöns. So, Talente. Talente sind sehr geile Sachen. Was ich gerne level ist der lange. Dash, der ist ziemlich geil. Klauen gehe ich meistens auf die Kurzklauen, die sind ziemlich geil, wenn man hier einen 5-fach Offensivbuff hat, der ist ziemlich geil. Die Jägerklaue benutze ich hier nicht, die Upgrades, die sind mir blöd. Nicht HP-Regener. Mana-Regener ist sehr praktisch. Die Kleidklauen sind auch sehr geil. Federn, da habe ich immer irgendwie zu wenig. Benutze ich nicht. Hier kann man noch mal ein bisschen offensiv und defensiv machen, wer Bock hat, ne? Bisschen schwierig. Parry ist ziemlich geil. Also ziemlich geil, sag ich mal. Parry ist immer geil. Säbelangriff ist wichtig. 5-fach Combo. Ausweichen, zustoßen. Ich
Ich wollte noch was. Wo haben wir es denn? Wo waren das? Hier. Nämlich im Intro durften wir keinen Schrittsprung machen. Wir durften nicht leveln. Und den Schrittsprung, den braucht man für einen ganz bestimmten Angriff, nämlich für diesen Angriff hier. Den Schrittsprung braucht man für den Säbelangriff Sprung. Sprungsäbelangriff. Wie der funktioniert? Ganz einfach. Man wartet darauf, dass der Fokus grün leuchtet. Wenn der Gegner auf einen zustimmt, drückt man die Richtungstaste Richtung Gegner und sobald der Impact vom Schaden kommt, bevor der Schaden kommt, drückt man den Dash. Und dann hüpft man in die Luft. Das Geile ist dann halt, man hat hier die Jägerklaue und kann man hier nochmal den Kleidklauenangriff benutzen, wenn man in der Luft ist. Und dasselbe funktioniert nicht nur mit der Klaue, sondern auch mit dem Säbel. Und es macht massiven Schaden. Also hier Kampfsystem, was die Leute am Anfang nicht kapieren. Und das aber übelst mächtig ist, sag ich mal. Ist hier zu? Ja, hier ist zu. Kann von dieser Seite nicht geöffnet werden. Ja, ist gut. Aber, was toll ist, ich habe noch ein paar Taschenseelen. Guck mal. Der Schlüssel? Taschenseelen. Sammlung von Erinnerungen. So, benutzen wir. 1, 2, 3, 4, 5. So. Taschenseelen. Mal gucken, ob sich was ausgeht. Okay. Level up. Vielleicht das nächste. So. Zack. Noch ein Level up. Weil wir so geil sind. So. Jetzt haben wir den Säbel. Wir haben Parry. Ausweichen. Ich mach den langen, oder? Ja. Ich mach den langen Ausweichhieb. Also ich habe mich schon sehr tiefgründig hier mit der Kampfmechanik auseinandergesetzt. Ne? Ich weiß, was ich hier tue. Ich weiß, was ich tue, hat er gesagt und ist gestorben. Ne? Hui, jetzt kann ich endlich wieder mal hier lang. Nice, jetzt fühle ich mich wieder ein bisschen wohler. Hui, daneben. Aus Maul. Batsch. Und tschüss. So, hier gibt es noch ein paar kleine Secrets. Hallo. Zack. Ins Gesicht. Also sobald ich meine Standard-Talente habe, da geht's eigentlich. Also, ne? Man muss erstmal wieder rausfinden, was wie funktioniert. Dann muss man sich ein bisschen reinfuchsen ins Spiel. Hallo. Oh oh. Natürlich kommt einer von hinten. Arsch. Batsch. Ins Gesicht. Easy. Da. Schauen wir nochmal ganz kurz hier. Hallo. Das sind halt so die Standardgegner, sag ich mal. Die können alle nix. Aber leveltechnisch bleibt so alles, wie es ist, ne? Wenn man einmal durch ist, kennt man sich aus. So, nächste Lore. Aufzeichnung des Dorfältesten. Vor einigen Tagen kamen einige seltsame Besucher hier im Dorf an und wollten mit mir sprechen. Ich habe bei den Leuten von oben nie ein gutes Gefühl. Schließlich sind sie diejenigen, die uns verstoßen haben. Doch es sind Königsgardisten. Ich konnte sie nicht einfach wegschicken. Sie stellten mir viele Fragen über den Zirkus. Der Dämmerzirkus. Also jetzt haben wir hier schon mal mitbekommen, ne? Die Seuche ist ausgebrochen. Alle Verseuchten werden hierher verbannt. Und der Dämmerzirkus ist mir mehr oder weniger einer der Hauptverdächtigen, ne? Wenn es darum um den Ausbruch, den zweiten Ausbruch der Seuche geht. So, zerrissene Stellenanzeige des Dämmerzirkus. Der Dämmerzirkus sucht nach Personal, ohne Einschränkung. Keine Qualifikation, alles nur körperliche Arbeit. Easy.
Personen, Pförtner, 20 Pförtner, Straßenverkäufer, nochmal 10, 5 Männer und Frauen, unabhängig von der oben ausgeschriebenen Stelle. Müssen sich der körperlichen Untersuchung unterziehen und rituelle Dienste im Zelt verrichten. Bevorrangende Entlohnung bei Interesse. Geil. Also, ne, der Dämmerzirkel ist hier schon sehr, sehr, ne, so. Ne, der, irgendwas geht hier ab. Die zweite Seuche. Irgendwas ist passiert. Und der Dämmerzirkus ist halt, ja, mehr oder weniger der Hauptverdächtige in diesem Fall. Kommst du? Aua. Aua. Nein. Nicht sterben. Aua. Junge, krieg dich mal wieder ein. Mach keinen Stress. Nein. Mach keinen Stress. Junge, Junge, Junge. Immer nur Akku hier. So, ich kriege sofort meine Lieblingswaffe. Die Axt. Zumindest für den Anfang ist sie recht gut. Später gibt es ein paar geilere Waffen. Was ist mit dir? Ja, ja, ist ja gut. Quatsch, der nächste. Daneben. Und tschüss. So. Noch ein paar Axtgedöns sammeln. Können wir dann upgraden. Easy cheesy. Jetzt hätte ich gern aber nochmal den Shortcut. Ist hier ein Shortcut? Nee. Ist das der Shortcut? Nee. Wo war denn der Shortcut? Ist das der Shortcut? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich schau nochmal nach. Shortcut, wo bist du? Hallo? Hallo? Ah, okay. Noch mehr Lore. So. Aufzeichnung der Baumgesegneten. Die Verbanden haben eine Siedlung gebaut unterhalb des heiligen Baumes. Also der Hermesbaum, wie man kennt, ne? Turmhohe Gottheiten schützen uns vor den Monstern und der Seuche. Die Propheten sagen, dass bereits das Mitführen abgebrochener Zweige eines heiligen Baums die Seuche vertreiben kann. Ja, also da geht dann schon wieder der Aberglaube los, ne? Man kennt's. Wenn alles am Arsch ist, dann, ne, klammern sich Menschen hier irgendwo an einen Glaube. Noch mehr. Lore. Wir sind wieder da. Brandneues Programm nur für euch. Unser Publikum. Attraktionen wie Schlag den Riesenclown, Appell des tödlichen Dolches und eine Besonderheit, der große Illusionist. Odur. Das mysteriöse Finale. Im Zirkuszelt. Das Zirkuszelt öffnet sich jeden Samstag und Sonntag kurz vor Einbruch der Dämmerung. Ja, und so kommt der Dämmerzirkus halt zu seinem Namen. Dämmerzirkus, ne? Weil es dämmert. So, ganz kurz nochmal hier. Seuchenwaffe. Boah, mehr Seuche. Endlich habe ich meine Seuche hier. Komm, her damit. Seuche. Sehr gut. Wie viel reicht noch? 3. Ja, also das, da muss man richtig farmen, um hier die Waffen zu kriegen, sag ich mal, auf Maximum. Also jedes Level gibt hier mehr Boni, entweder mehr Energie, also weniger Energieverbrauch, Abklingzeit wird verringert, hier Abklingzeit oder mehr Damage. Dann kriegt man hier nochmal extra Boni, wenn man das Ganze auf Maximum levelt. Ne? Also hier erst 10 Stärke, ein Boni. Auf Max-Level kriegt man nochmal. Bei Vita auch nochmal ein Boni. Und natürlich kriegt man noch einen zweiten Angriff. Auch sehr wichtig. Ab Stufe 4. Ne? Einen neuen Angriff. Da kann man zwischen zwei Angriffen pro Waffe herumswitchen. Sehr praktisch. Ne? Und hier nochmal ein bisschen mehr Damage. Weniger Energieverbrauch, mehr Damage, das ist sehr gut. Also die Waffe ist am Anfang mein Liebling. Mein Liebling. So, was haben wir denn jetzt? 100. Ich glaube, ich habe noch zwei Stück. Kann ich nochmal leveln? Nochmal ein bisschen leveln. Wie viel habe ich denn jetzt? Zack. Einmal, zweimal. Zack.
ein Level up. So. Müssen alles hier hochleveln. Was nehmen wir? Stärke. Ich glaube Stärke. Stärke ist für die Axt sehr wichtig. So. Zack. Mal wieder ein neues Talent. Den Säbelangriff habe ich hier. Dann Parry ist auch sehr wichtig. Die Ausweichrolle haben wir. Die Klaue wäre auch sehr wichtig. Wieder benutze ich jetzt nicht. Klaue oder Parry. Spiel. Nehmen wir erstmal die Klaue, ne? Erstmal die Klaue. Die ist ziemlich heftig. Und da kann man gleich ein Dreifach-Kombo raushauen. Das ist ziemlich geil. So. Perfekt. Easy. Alles easy cheesy. Bis jetzt. Ne? Der erste Miniboss war ja noch nicht da. Also, ne? Intro-Boss war da. Aber es kommt ja noch nochmal ein Boss, der lustig wird. Da kann er hier. Bam, 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 bam. Easy. Komm her. Komm her. Jetzt kann ich richtig schön spammen. Whee. Daneben. Easy. Nice. Nein. Weg da. Aua. Nein. Aus. Nein, ich stelle mich hier gerade auch wieder an hier. Gott im Himmel. Level 1, ne? Habe ich das Ding jetzt schon gelesen? Ich schaue nochmal nach. Achso, ja, das war das mit dem Odur. Den Illusionisten. Er macht komische Dinge. Ja, sehr komische Dinge. So, wo geht's da lang? Hallo? War ich hier schon? Hallo? Achso, das war der Shortcut, oder? Nein! Ach fuck, das war nicht der Shortcut. Egal. Aber wir haben hier wieder was Neues zum Lesen. Notiz eines unbekannten Hoffnungslosen. Ich möchte den Zirkus beitreten, damit ich für meine Familie sorgen kann. Es gibt Gerüchte, dass manche Leute das Zelt betreten und nie wieder zurückkommen. Nie wieder. Die Mitarbeiter... was? Der Mitarbeiter, der meinen Gesundheitszustand überprüfte, meinte, mein Körper sei genau das, wonach sie suchen würden. Keine Ahnung, aber... Wen kümmert's? Also da werden schon diverse Dinge gemacht in diesem Zirkuszelt, die nicht ganz so normal sind. Ne? War hier noch was? Hier war nichts, ne? Nö. Schade. Ich hab gedacht, ich finde jetzt noch was Schönes hier, aber nö. Oh, hi. Und tschüss. So, was haben wir hier? Da war ich auch schon mal, oder? Ja. Hi. Easy. Easy. War hier noch was? Ne, hier was sagt das hier. Okay. Mal gucken. Der Rest vom Stream ist, glaube ich, schon eingeschlafen. Kann das sein? Ah, jetzt bin ich wieder am Anfang. Meine Güte. Wo zum Fick laufe ich gerade rum? Ich hab keine Ahnung. Hallo. Und tschüss. Kann man quer durchlaufen hier. Daneben. Ui, den hat's zerrissen. Upsi. Einmal im Kreis laufen. Check. Na, kommst du? Ah, Loot. Sehr gut. Loot, Loot, Loot. Loot ist das Beste. Zack. Schauen wir mal. Wo ist denn jetzt der Speerträger hin? Ne, nicht Speer. Axtkämpfer. Wird ja alles schon zerhackt? Nee, Güte, ich ras hier durch. So, jetzt gehen wir mal den anderen Weg. Da war ja noch ein Weg, glaube ich. Weg.
geht's denn da lang? Nicht, dass ich wieder im Kreis laufe. Oh, okay. Ich laufe wieder im Kreis. Perfekt. 5-mal im Kreis laufen. Easy. Na dann. So. Noch einmal. Weil es so schön war. Jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder, wo zum Fick muss ich lang? Da lang. Da lang. Da geht's weiter. Und da sieht man hier schon hinter der Mauer was leuchten. Und da hinten auch. Ja. Oh, hi. Aua. Die dreht hier ab. Batsch. Oh, tschüss. Was ich noch leveln muss, ist HP-Regener. Nein. Weg da. Zieh Leine. Und tschüss. So. Noch ein bisschen Axt farmen. Hier gibt es auch noch mal was Schönes. So. Wieder was Schönes zum Lesen. Notizen über das Leben in Hermes, das Bäumemeer. Beinahe sämtliche Behausungen im Wald befinden sich im direkten Umfeld der heiligen Bäume. Die Leute versprechen sich von der Nähe zu den Bäumen Segen und Schutz. Selbst jene, deren Häuser nicht im direkten Kontakt zu den heiligen Bäumen stehen, tragen immer winzige Zweige mit sich herum, um die Seuche fernzuhalten. Die Seuche zu gebieten. So. Mein Gott, geschwollen, da kann man das gar nicht mehr schreiben. Aber okay. Ich will mich da jetzt nicht beschweren, weil, ne, Mittelalter, da haben sie alle ein bisschen geschwollen geredet. Ist so. Hier gibt's nichts. Ne? Schade. Dup, 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 dup. So. Hallo? Kommst du? Hallo? Na komm. Daneben. Und ciao. Hier gibt es natürlich noch einen schönen Hinterhalt. Mit einem Messerstecher hier. Und tschüss. Bye bye. Hier gibt es noch ein paar schöne Seuchenzysten. Lecker. Yam, yam, yam. Bin ich hier safe? Ja. So. Stellenanzeige des Dämmerzirkus. Ach, schon wieder ein Dämmerzirkus-Notizding, hm? Der Dämmerzirkus sucht dringend Pförtner und Zimmerleute. 50 offene Stellen. Holla, der Waldfee. Aber die haben ganz schön viele Leute gesucht, ne? Dafür, dass sie nur irgendwas machen wollten. Mysteriöse Dinge. Ja. Alles kaputt machen, ey. Alles kaputt machen. Rabiat. Hallo? Oder? Ne. Nix. Okay. So. Ich glaube, wir sind dann eh schon fast beim Minibus, glaube ich. Fast beim Minibus. Das habe ich schon. Hier gab es noch eine Tür. Hallo! Aua! Ich liebe es, dass man so schön hier auf den Gegner einprügeln kann. Jetzt komm, mach keinen Scheiß hier. Mit den schnellen Attacken. Das finde ich recht geil. An dem Spiel hier. Einmal Heilung. Soll ich mir hier einmal heilen? Ich weiß es gerade gar nicht. Wie viele Äxte haben wir denn jetzt schon? Mal kurz gucken. Äxte? 4 Äxte. Geilo. Das ist geil. 4 Äxte haben wir schon. Und wir haben noch mehr Erinnerungsdinger zum Aufleveln. Auch sehr geil. Ja. Sehr wenig heute los. Muss ich mir merken für einen Samstag. Entweder haben die Leute keinen Bock aufs Game oder
haben am Samstag so viel zu tun. Schwierig. Schwierig. Und dann haben wir noch nichts. Story, ne? Da sieht man schon ein bisschen hier 94. Und wir haben jetzt schon 16 Stück. Also so viel Lore ist da eigentlich nicht. Aber es splittert sich dann halt auf in diverse Kapitel. Nope. Patsch. Kaputt. Kein Trott. Ich bin enttäuscht. Schade. Nein, halt nicht. Hier gibt es einen geilen Hinterhalt. Zack. Und es gibt hier was Giftiges. Schönes Gift hier. Ach, hör auf, so rumzukreischen. Blöde Kuh. Mach dich gleich kalt. Zack. Halt machen. Zack. Erledigt. So, kurz mal heilen. Darf ich? Komm her! Komm her! Meine Güte. Er lässt sich hier bitten. Quatsch! Aua! Warte. Die Kamera ist hier ein bisschen böse. Muss man ein bisschen aufpassen. So. Machen wir auch kaputt. Easy. Ich glaube, hier war noch was. Genau, da war noch was. Noch mal eine schöne Leiter mit noch mehr Lore. Wenn man hier ein bisschen aufpasst wegen dem Gift, ne? Patsch, kaputt. Und noch mehr Lore. So, ich sagte Ihnen, dass ich nicht wusste, was im Eimer ist. Aber sie haben weiter gefragt. Sie wollten auch mit den Dorfbewohnern reden, die im Zelt gearbeitet haben. Mein Neffe arbeitete einst im Zelt und meinte, dass die Eimer voller seltener, geformter, kleiner Kreaturen wären. Aber die Zirkusleute stammen aus unseren Reihen. Auch sie sind baumgesegnet. Wie konnte ich also ihre Geheimnisse verraten? Interessant. Also der Chef vom Dorf hat ja auch Dreck am Stecken. Im Bunde mit dem Zirkus. Die Experimente machen. Man sieht sie ja noch so schön, ne? Da hängt irgendwas in der Luft und pulsiert. Ne? Solchen Zysten. Yummy. Na gut. So viel dazu. Also, das ganze Dorf vom Dämmerzirkus hat hier Dreck am Stecken. Durch den Zirkus. Ich glaube, wir werden da nochmal leveln. Ja. Einmal leveln, bevor wir uns den Minibus stellen. Ja, der wird lustig. Weil der Minibus ist hier Pflicht. Nämlich die Tür hier, die geht nicht auf. Immer wenn ihr eine Tür seht, die nicht aufgeht, ja, ne? Dann ist meistens irgendwo ein Miniboss in der Nähe. Da kommt unsere kleine Esimir. Die hat hier die Lampe in der Hand. Sieht man hier. Und wir können uns hier auf den Stuhl setzen. Und ein bisschen pennen. Ne? Auch sehr geil gemacht hier vom Setting. So. Wir gehen erstmal auf Stärke und Vita am Anfang. Ich glaube, das Beste. So, wie viel brauche ich? 600. Ein bisschen viel. Talente. Ausweichen. Zum Stechen. Parry. Parry wäre jetzt recht praktisch, glaube ich. Was habe ich denn hier noch? Schnellere Gegner. Ja, das ist ganz nett. Brauche ich aber nicht. Ich habe hier meine Klauen. Dann habe ich hier noch. Wo war denn das? Hinrichtung, glaube ich. Durch die Hinrichtung kriege ich Regina. HP Regina ist sehr wichtig. Ja, ich glaube, ich mache HP Regina. Ne? Erstmal. Ah, hier kann ich noch die Waffen verstärken. Und Mana Regina ist auch sehr wichtig. So, also das ist wichtig. Mehr Damage, mehr Mana Regina, auch sehr wichtig. Und dann kann man hier sich Richtung Parry weiterarbeiten. Sehr praktisch.
Hier können wir nochmal entweder oder offensiv oder defensiv spielen mit den Ausweichrollen. Auch sehr geil. Und ja, kann man nochmal die Klauen hier verstärken, wenn man Bock hat. Hier buffen, um Mana zu regenerieren oder buffen, um Blutungsschaden zu machen. Auch sehr geil. So. Wir haben jetzt mal solche. Level up. Easy cheesy. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Erinnerungen habe ich hier. Perfekt, ich habe schon wieder was gesammelt. Können wir gleich mal ein paar Stück benutzen. Schauen, ob es sich ausgeht. Ja, perfekt, es geht sich aus. Easy. Da, das sind solche. Wer sich jetzt natürlich fragt, ne, ich bin ja Level 7, das geht ja ultra schnell. Welches Max-Level sollte ich denn jetzt leveln, wenn ich mal hier starte? Das ist eine gute Frage, die natürlich niemand in den Raum stellt hier. Ich würde erstmal bis Level 10 oder Level 15 leveln, bis man dann beim Boss ist. Ne? Das ist sehr praktisch, der Konterangriff wird reduziert. Aber ich glaube, ich gehe erstmal auf den Säbel ausweichen und zustoßen. Und dann arbeite ich mich hier beim Parry hier weiter. Also es gibt ja zwei verschiedene hier. Parry spammen und präzises Parry. Mit Offensiv-Buff. Man kann sogar kritische Attacken mit dem Parry abwehren. Wenn man hier auf Maximum-Level geht. Ganz nett, aber nicht mein Ziel. Also ich gehe hier auf Parry. Und der Rest ist dann Schrittsprung ausweichen oder Feder. So. Okay. Mehr brauchen wir nicht. Und wir gehen mal gucken, was dieser Mini-Boss hier kann. Hallo! Ein Clown! Es ist ein Clown! Batsch! Daneben! Easy! Easy fürs 3 hier. What? Nein! Was ist das? Nein! Daneben! Daneben! Aha. Easy. Gut, ich muss ihn mal ein bisschen aus der Ecke. Autsch, das war fies. Das war schlechtes Timing. Also den Sprungangriff, da bin ich nicht perfekt drin. Na komm. Und tschüss. Easy. First try. So. Können wir nochmal den Drang aufleveln. Kriegen den Schlüssel. So. Einen Hammer kriegen wir auch. Episch. Wir kriegen einen Hammer, Leute. Hammer time. Aber den Hammer benutze ich jetzt nicht, weil der ist mir zu episch. Der Hammer ist mir zu episch. Deswegen benutze ich ihn nicht. So, Tränke. Was haben wir denn da Schönes? Trank aufwerten. Ah, okay, das ist noch der Anfang. Also man kann hier upgraden, wie viel Tränke will ich, wie stark sollen die Tränke sein. Und da kann man hier noch ein paar Kräuter einstopfen am Anfang, wenn man Bock hat. Ne? Ich mache jetzt mal die Kapazität hier ein bisschen höher. Können wir was leveln? Ich glaube nicht, ne? Warte mal, wie viel brauche ich denn für ein Level Up? Level Up, oh, 900. Okay.
Schon ein bisschen viel. Ganz kurz gucken, ob ich noch ein paar Taschenerinnerungen habe. 8 Stück, perfekt. Nehme ich mir nochmal 3. Zack, ich gönn mir. Weil ich's kann. So. Noch ein bisschen mehr hochleveln. Easy cheesy. Wir gehen wieder auf Stärke. Stärke wird das wie so am Anfang das Wichtigste. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben Parry. Klauen haben wir noch. Und Strategie. Strategie ist wichtig, wenn man hier gegen Bosse kämpft oder wenn man farmen will. Da wird dann hier die Droprate erhöht bei Glück. Hier bei Segen kriegt man dann nochmal weniger Damage. Auch sehr praktisch. Und falls man hier auf Maximum levelt, kann man nochmal einen Trank trinken, wenn man 0 HP hat. Auch sehr praktisch. Für späteres Leveling. So, ja, was machen wir denn? Parry. Wir machen Parry. Und danach kommt man wegen dem Säbel-Damage. Und Energieregen, auch sehr wichtig. Wir haben ja jetzt eine geile Axt, die wir ausgerüstet haben. So, einmal raus. Ab zu den nächsten Gegnern, die uns hier ermorden wollen. Der hier zum Beispiel. Batsch, ins Gesicht. Und tschüss. Bye bye. Easy. Und dann morden wir die Tante auch nochmal. Da muss man ab und zu ein bisschen aufpassen, wenn man hier rumläuft. Weil manche Gegner liegen hier so am Boden rum. Und man merkt die gar nicht richtig. Hoppala. Hi. Wo soll denn jetzt hin? Hey. Hey. Wo soll denn? Nein. Gib mir deine Axt. Axt. Gib mir die Axt. Gib mir eine Axt. Nö. Er hat nichts. Schade. Ärgerlich. Was haben wir denn hier? Noch mehr Lore für uns. So, Marktankündigung. Der Zirkus sucht nach Kleintieren in jeglichem Zustand. Zur Verwendung im Indarbitum. Fliegendes, laufendes, springendes, egal. Wenn es sich bewegt, haben wir dafür Verwendung. Ja, ne? Getier. Also da sind Menschen gesucht worden und Getier. Für Dinge. So, was machen wir hier? Gib mir. Notizen über das Leben in Hermes. Zirkus 01. Zu Beginn diente der Zirkus nur der persönlichen Unterhaltung der Arbeiter im Dorf. Einige Leute versammelten sich und amüsierten sich, indem sie sich gegenseitig billige Tricks zeigten. Mit der Zeit begann die Sache zu wachsen. Wachsen. So wie Zysten, ne? Seuchenzysten. Sie nannten sich selbst Dämmerzirkus. Abgesehen davon, dass sich der Name auf ihre nächtliche Darbietung bezieht, symbolisiert er auch metaphorisch die Mühsal, unter schwierigen Umständen sein Schicksal zu finden. Okay. Geht doch. So, war hier noch Loot? Bin mir gerade nicht sicher. Habe ich irgendwo Loot verpasst? Ich schau mir noch um. Nö. Kein Loot. Da war nichts. Jetzt muss ich aber nochmal ganz gucken. Läuft der Stream noch oder ist alles tot? Nur um sicher zu gehen. Okay. Alle im Lurk. Niemand mag mich am Samstag sehen. Schlimm. Ja, ganz, ganz schlimm hier. Hallo. Was ist mit dir? Daneben. Na komm, schlag zu. Erwischt. Der Negro mit seinem Atom-RPG. Ist echt schlimm hier, ne?
Meine Güte. Da, noch eine Tür. Sie ist verschlossen. So, nicht von dieser Seite. Okay. Dann will ich sie von der anderen Seite öffnen. Alles klar. Negro, wann bist du mit dem Spiel eigentlich fertig? Ich frag nur für einen Freund. Ja, es ist halt ein Spiel, wo mir irgendwie nicht zusagt, komischerweise. Warum auch immer. Es ist halt irgendwie so ein Klon-Fallout und naja. Es ist ein Klon, ne? Sagen wir mal so. Hier noch eine Tür. Ein Schlüssel wird benötigt. Okay, noch mehr Schlüssel. Hui. Ich hüpfe in den Abgrund. Yeah, yeah. Und noch eine Notiz. Yay. Aber vorher machen wir die Tür auf. So. Was? Es gibt zwei Spiele? Atom-RPG? Das wusste ich jetzt gar nicht. Okay. What the fuck? Es gibt zwei Teile? Hätte ich nicht damit gerechnet, aber okay. So, Notiz des eines Königsgardisten. Notiz eines Königsgardisten. Wir begaben uns unter dem Vorwand ins Narren der Forschungstruppen bei schneller Durchführung wissenschaftlicher Tätigkeiten zu unterstützen zu wollen. Doch eigentlich sind wir hier, um seltsame Aktivitäten des Dämmerzirkus unter die Lupe zu nehmen. Ah, man sieht hier schon, ne? Die Ritter des Königs sind hier unterwegs. Die finden das suspekt, was der Zirkus hier macht. What? Aus einem DLC wurde ein komplettes Spiel. What the fuck? Okay. So geht's natürlich auch. What the fuck? Nicht schlecht. Ah, warte. Hier gibt es natürlich auch einen kleinen Shortcut, den ich hier öffnen werde. Zack, Shortcut öffnen. Yippie! Shortcut! Shortcut-Type. No. Na komm. Was ich mir wünsche zu... Dingens. Thymisia. Was ich mir zu Thymisia wünsche. Ich möchte ein DLC, ein Sequel oder ein Prequel. Ich möchte, dass hier ein Nachfolger kommt. In irgendeiner Art und Weise. Zu Thymisia. Zu Thymisia wünsche ich mir einen Nachfolger. Dass hier noch irgendwas zusätzlich kommt. Nämlich im letzten Drittel des Spiels. Da bleiben mir leider ein bisschen zu viele Fragen offen vom Spiel. Also storytechnisch vom Spiel. Also Thymisia, der Anfang ist geil. Der Mittelteil ist auch geil. Und dann am Ende erst wird es ein bisschen, naja. Ah, komm. Hau ab! Scheiß Bogendinger. Nicht Bogenschütze. Scheiß Sperrdude. Ich hasse dich. Stirb! Geh sterben! Ach komm. Geh sterben! Sperrdude. Danke. Danke. Hui! Daneben! So. Gib mir die Axt. Gib mir die Axt. Keine Axt. Nee. Was ein Scheiß. Aber wie gesagt, Thymisia ist gar nicht mal so schlecht. Davon würde ich mir auch gern irgendwas wünschen. Also, entweder machen sie noch ein DLC, entweder ein Prequel, ein Sequel oder sonstiges. Ich würde mir gern mehr von Thymisia wünschen. Ne? Es ist ein sehr knackiges Spiel und storytechnisch ist der Anfang eh nicht so schlecht, würde ich mal sagen. Aber das Ende vom Spiel ist so ein bisschen, da fehlt mir ein bisschen was vom Spiel. Was machst du hier? Junge, nein, aus. Lass das. Danke. So, Metzeltante mit Dolch. Weg da! Wir sterben! Dolchtante! Stirb! So, haben wir's. Ah,
Von welchem Spiel redest du gerade, Nico? Jetzt nicht von Thymisia oder so. Eher von jetzt von Atom RPG, oder? Da haben wir noch ein Item. Fenchel, wir haben Fenchel bekommen. Yay, Leute. Wir haben Fenchel. Ist das geil? Thymisia. Ich würde mir gern von Thymisia mehr Content wünschen. Das Spiel ist gerade mal einen Monat draußen und alle haben das Game schon durchgezockt. Also die Leute, die es jetzt noch nicht am Schirm hatten, fangen es jetzt erst an. Ich hätte gern noch mehr. Noch mehr Thymisia. Ne? Es macht so einen geilen Mix von Sekiro, Kampfstil und von einem Setting von einem Bloodborne. Das finde ich so geil. Aber das Spiel ist sehr kurz geraten. Was echt schade ist. Steel Rising ist derzeit reformtechnisch, grafisch zu viel. Da habe ich einige Leute gesehen. Die mussten das Spiel runterdrehen, weil es sonst abgestürzt wäre. Die mussten das Spiel spielen auf Mittel oder auf Niedrig von den Grafikeinstellungen, dass das Spiel nicht abstürzt. Und ich spiele hier auf Mittel, Thymisia, und das Spiel stürzt nicht ab. Ne? Es sagt schon sehr viel über den Grafikding aus. Wo wurde gepatcht, wo wurde optimiert? Und hier wurde optimiert, bei Thymisia. Bei Steel Rising habe ich lauter Leute, die sagen, das Spiel stürzt ab. Ich kann das Spiel nicht starten. Ich habe einen Bug. Und das ist eher, nee, nicht so geil. Natürlich, Steel Rising hat viel mehr Content als Thymisia, das ist klar. AAA-Titel. Das hier ist kein AAA-Titel, das ist ein Indie-Game. Ne? Die hatten ein bisschen Geld und der Rest vom Geld blieb aus. Und deswegen haben die ein paar Sachen hier gekürzt, wo man gesagt hat, ne? Mehr geht nicht. Ist leider so. Aber ich lebe damit. Ne? Und freue mich trotzdem, dass es das Spiel hier gibt, ne? Thymisia. Achso. Steel Rising und Thymisia auf Steam Deck. Ach hey. Also Thymisia ist um einiges billiger als Steel Rising. Und kürzer. Du könntest es dir gönnen für 20 Euro. Falls du es irgendwo billig findest. Ja, als Bonze kannst du es dir doch leisten. Ne? Ist ja so. Ich habe ja kein Geld. Ich muss das im Sale kaufen. Ne? Das Bäume mehr 02. Der Bereich hinter dem Markt des Baumes, des Bäumemeers, ist das Lager. Es ist mit Vorräten gefüllt, die den Zirkus aus allen Teilen des Hauptlandes herangebracht und durch Handel auf dem Markt beschafft werden können. Konnten. Gott lesen. Das Lager wird sowohl von Mitgliedern des Zirkus als auch von Rittern schwer bewacht. Aha. Also die haben hier ihren eigenen Marktplatz, ihr eigenes Lager, wo sie die Leute hier durchfüttern. Interesting. Was? Steam Deck? Nein, ich will kein Steam Deck. Weg damit. Pfui, Schmutz. Weg damit. Gott, Negro. Du bist unmöglich. So, wo muss ich denn jetzt lang? Ich war hier, oder? Ja, da hoch. Kann ich jetzt wieder was leveln? Ich glaube nicht, oder? Ich würde noch gerne noch was leveln, bevor ich zum nächsten Miniboss gehe. Ja, der nächste Miniboss, der ist nicht weit. Sag ich mal so. Es ist der schlimmste Miniboss im ersten Level. Der zweite Miniboss ist das hier. Der schwerste Miniboss, der jetzt dann gleich kommt. Nur so by the way. So, ich gehe nochmal kurz leveln, falls möglich. Und ja, in dem Spiel gibt es keinen Falldamage. Ne? Das hier ist nicht Dark Souls. Es gibt hier keinen Falldamage. Das ist sehr praktisch, finde ich.
Pluspunkt für das Game. Ne? Leveln. Wie viel brauche ich denn? 1000. Ach du Scheiße. Okay, mal gucken. Habe ich noch Erinnerungen? Ja, ich habe noch. Sehr gut, ich habe noch. 1, 2, 3, 4. Einmal. Zack. Ich habe noch Erinnerungen zum Leveln. Nämlich jetzt kommt der schlimmste Bossfight aller Zeiten. Wenn man so richtig hardcore am Sack geht. Also wirklich richtig, richtig am Sack. Egal ob Dark Souls Profi oder nicht. Jeder, den ich hier schon mal gesehen habe, und der hat das Spiel gezockt. Ne? Ach ja, jetzt kommt gleich der Boss. Was für ein Boss? Es ist ein Miniboss. Aha, okay. Wie schlimm wird der Miniboss? Sehr schlimm. Deswegen level ich jetzt das Parry-Spammen. Level ich jetzt. Dass ich hier mich nicht zu sehr abmühe bei diesem Miniboss. Nämlich der ist richtig scheiße, der ist richtig nervig. Und was wir vorher schon erlebt haben, hier einen Hammer-Dude oder ein Schwert-Dude, was auch immer, an Minibossen, die sind eigentlich nichts dagegen. So, tschak, gute Nacht, du bist der Nächste. Zack, zack, zack. Die optionalen Gegner hier, die können alle nix. Und tschüss. Whee. Ja, du auch. Kann ich auch. Arschloch. So. Bisschen Axt farmen. Falls wir ein bisschen Glück haben. Ne. Ich wollte schon die Kreditkarte schwingen, aber wer nicht will, der hat schon. Wow, Nekro. Du verdammter Bonzen. Also ich weiß nicht, für was ich Steam Deck brauche. Ich habe doch alles, was ich will. Oder fast alles. Und tschüss. So, der Nächste. Nein, lass mich. Und tschüss. Ich krieg kein Loot, Leute. Was ist denn hier los? Kein Loot. Lass doch mal ein bisschen Loot fallen, Junge. Nur ein bisschen Loot. Ah, jetzt. Danke. Loot, Loot, Loot. So. Ab geht's zum Miniboss, ne? So, er dürft wieder dann wetten. Ihr dürft wieder Wetten abschließen. Ne? Miniboss mit Speer. Miniboss mit Speer. First Try oder Rip. So, ihr dürft entscheiden, wetten und ganz viel Geld natürlich, ne? Ob ich hier sterben werde oder nicht. Ich hasse den Miniboss und er scheiße. Ja, yeah, Nekro hat so viel Geld. I know, I know. Meine Güte. Dann will man einmal Ehrenmann sein. Und er lehnt es dankend ab. Naja, sieh's mal so, Nekro. Ich bin standhaft, was Einfluss durch Geld angeht. Standhaft, moralisch standhaft. Durch Beeinflussung von Geld. Ne? Sowas hast du heutzutage nicht so viel. Also wenn du jetzt Leute sagst, ne, ich gebe dir Geld und du machst XYZ für mich. Ne? Da gibt es sehr viele korrupte Menschen, die Dinge tun. Ne? Ja. Ne? Let's go to the first try. Einmal. Einmal. Zweimal. Aua. Nein. Heilung. Na komm. Aua. Oh oh. Ha, hab dich. Erwischt. Ich habe ihn geparried, ne? Aua. Nein.
Na komm! Stirb! Na komm her! Komm her! Komm her, du Arsch! Oh oh! Nein! Nein, 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 nicht sterben! Nein! Nein! Ey, du Arsch! Nein! Ich habe keine Heilung mehr, oder? Doch, ich habe noch Heilung. Mach was! Nein! Ah, du Arsch! Komm schon, komm schon! Ha, erwischt! Hab dich! Easy! Oh, Leute, das war First Try! Der schlimmste Mini-Boss im ersten Level! Holla die Waldfee! Wuhu! First Try Mini-Boss. Der schlimmste Mini-Boss im gesamten Spiel. Im ersten Level. Boah! Ich bin damals 10-mal gestorben. Nicht 10-mal. 20-mal gestorben an einen Mini-Boss. Das war kein Story-Boss, das war ein Mini-Boss. Ja, nur so, by the way, ich habe 0 Heilung. 4 Tränke habe ich rausgeschmissen. Für einen Mini-Boss. Das muss man sich mal geben. Holy Quackamole. Das Gute an dem ganzen Ding ist, Mini-Bosse respawnen nicht. Das einzig Gute, ja. Und ich glaube, ich habe irgendeinen Schlüssel bekommen. Mal ganz kurz gucken. Schlüssel zum geheimen Raum des Marktes. Okay. Gucken wir mal ganz kurz. Außerdem kann ich jetzt nochmal ein Level-Up machen. Was auch sehr geil ist. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich lang muss. Machen wir mal hier, oder? War das hier? Ah, guck an. Und das hier, liebe Freunde, das ist die gute Esmeralda. Wie man sieht, sie hat einen Federumhang und sie hat eine Kapuze. Dass man sie nicht so genau sieht. Ne? Ja, und sie ist Alchemistin. Die Chefin aller Alchemisten im Königreich. Und sie ist in unseren Erinnerungen. Man sieht hier, ne? 300 Leichen. Easy. Also sie hat hier ein bisschen geforscht. An Leichen hat sie geforscht. Aber was ihre Mission ist, das erfahren wir nicht so wirklich, glaube ich. Ah, Corvus. Erinnerst du dich an mich? Nope. Ich habe Gedächtnisschwund. Gedächtnisschwund. Ich bin Esmeralda. Esmeralda, die mächtigste Alchemistin im Königreich. Ich trage wohl auch ein wenig Schuld daran, dass du in diese Welt bist. Also sie gibt zu, dass sie Dreck am Stecken hat. Ich trage wohl ein wenig Schuld daran, dass du in dieser Welt bist. Interessante, ne? Dein Potenzial ist grenzenlos. Vielleicht sollten wir unser Gespräch als eine Chance sehen. Gibt es etwas, was du mich fragen würdest? Nope. Das wird später noch ein bisschen wichtiger. Man kann mit der Prinzessin kann man ein bisschen quatschen. Und auch mit Esmeralda, so als die einzigen zwei NPCs. Esmeralda findet man immer in den Erinnerungen. Und Esemir ist die einzige in der realen Welt. Also man geht einmal hier hin und einmal in der realen Welt, wenn man eine Mission fertig hat. Und dann kann man ab und zu mit denen beiden quatschen. Und die erzählen dann so ein bisschen die Lore vom Spiel. Je nachdem, welchen Boss man im Level zerhackt hat. Also ein Hauptboss. Ne? Und so gesehen kann man jetzt noch nichts mit ihr machen.
Also die ganzen Geheimnisse, die sie hat hier, ne? Die behält sie für sich. Was haben wir denn hier? Hui! Achso, da war ja die Leiter. Okay. Hui! Oh oh. Hey, Junge, aus! Ich will leveln. Lass mich! Ich will noch nicht sterben. So. Wo war denn hier jetzt das Level-Up-Ding? Warte mal kurz. Ah, hier. Aber auf jeden Fall die Esmeralda hat auch so ein bisschen Dreck am Stecken anscheinend. So, ein Level-Up. So, was haben wir denn da? Ja, ein bisschen Seuche. Kann man immer gut gebrauchen. Mehr Seuche. Wir brauchen mehr Seuche. So, einmal Level Up, einmal Talente. Aus welchen habe ich schon gelevelt? Parry? Parry könnte man jetzt noch leveln, aber mache ich jetzt nicht. Clown. Ganz nett. Säbel können wir noch leveln. Mehr Damage und Energie. Greifclown sind auch ziemlich geil. Dann halt noch das hier. Und das hier. Mehr Loot, ne? Mehr Loot. Und mehr Defense. Was nehme ich denn jetzt? Nehmen wir die Kleidklauen oder... Schwierig. Energieparade. Das ist praktisch. Man macht mit jedem Parry, den man hier erfolgreich startet, Energieregen. Das ist auch ziemlich geil. Oder mit dem Säbel. Oder mit den Klauen. Mit den Klauen können wir auch nochmal Mana-Regina machen. Auch ziemlich geil. Schwierig. Also so viel leveltechnisch kann man hier gar nicht machen mit den Talenten. Weil es gibt nur 50 Level. Und ab Level 24 kriegt man keine Talente mehr. Das wissen die meisten nicht. Und ne, die Level da bis Level 30 denken sich, ja geil. Und dann ab Level 24 so, blöd. Blöd. Naja. Ist leider so. Also das Spiel tut hier den Spielern Grenzen aufzeigen. Und sagt, ne, du bist eine geile Sau. Aber mit und dich trotzdem hier ein bisschen beschränken, dass du nicht zu übermächtig wirst, ne? Vom Spiel her. So, einmal gelevelt. Gegenstände. Wie viel kann ich jetzt noch leveln? 8 Stück. Nee, das ist zu wenig. Schade. 18 zu wenig. 18, glaube ich, 800. Das ist zu wenig. Schade. Na gut. Zack, zack. Damage. Easy. So. Gibt es hier noch einen mit einer Axt? Ich will noch ein bisschen die Axt farmen gehen. Wenn möglich. Jetzt nicht so hardcore, aber ein bisschen zumindest. Weil es schon sehr praktisch ist. Aua! So. Zack. Gib mir eine Axt. Nee, keine Axt. Eine Schweinerei. Na komm her. Axt tut. Gib mir was Schönes. Nein! Ah, daneben. Krieg ich was? Nein, ich krieg nichts. Ich will ja meine Lieblingswaffe ableveln, wenn es geht hier. Upgraden. Eine Güte. Hui. So. Jetzt rushen wir hier mal ein bisschen durch, ne? Jetzt haben wir die Hälfte vom ersten Level schon durch. Zack. Ciao. Oh. Ich hätte ich beinahe übersehen. Den Sperrdut. So. Gute Nacht, Freund. Warte. Batsch. Erledigt. So, wie viele Stunden haben wir denn jetzt schon? 2, 3. Wir haben schon 2 Stunden? Echt jetzt? Chat, wie viele Stunden habe ich jetzt hier schon
vergammelt im Spiel, wenn ich jetzt schon... Hoppla. Hallo? Hi. Nein! Was? Was ist das? Ey. Aus. Gib mir eine Axt. Gib mir eine Axt. Nice. Eine Axt. Yippie. So. Mehr Axtfarmen hier. Yippie. Und wenn ich so lange brauche für das erste Level, dann muss ich ja fast schon sagen. Weg da. Schnauze. Danke. Und tschüss. Gott, jetzt habe ich ein Messer bekommen. Bullshit. Was hast du? Eine schöne Axt. Nett. So. Jetzt habe ich die da oben noch ein bisschen. Hallo. Ist da jemand mit einer Axt? Hast du eine Axt? Nö, da ist keiner. Easy. War hier noch was? Bin mir gerade nicht sicher. Ich will nur ganz kurz auf Nummer sicher gehen. Ob da noch irgendein Loot war? Nee, oder? Nee, kein Loot. Nur ein böser Dude mit Speer. Hallo. Guck, guck. Na, kommst du jetzt mal? Hallo. Junge, jetzt lass dich doch nicht bitten. Meine wieder. Nein. Natürlich, jetzt kommst du zu zweit, ne? Ist ja klar. Na komm. So, haben wir's jetzt. Sperrdut. Dreckskerl. So, wo ist der andere? Da. Ach, der lebt wieder. Na toll. Das passiert auch nur, wenn man zu langsam ist. So, jetzt aber. Gut, hier war nichts. Natürlich hier immer Folge dem Blut. Wer es kennt, ne? Folge dem Blut. Dann gibt es ja Dinge, die man finden kann. Hoppla. Da wollte ich gerade nicht hin. Upsi. Und ich düse und düse, ja. Und das macht mich fröhlich. So. Ah, was ist mit Necro? Oh mein Gott, Necro verlässt mich auch noch. Was ist denn heute los? Ja, ganz schlimm hier. Seine Zustände. Meine Güte. Filmabend fängt an. Im Lurk. Okay. Ja, vielleicht. In der Stunde vielleicht noch, ne? Vielleicht verpasst du sogar den Bossfight. Den Odur. Den verpasst du vielleicht noch, wenn du Pech hast. Ne? Natürlich im First Try. Watership Down. Unten am Fluss. Okay, sagt mir überhaupt nichts, aber okay. Dann viel Spaß dabei. So, mal gucken, was sagt mir jetzt mein Splitter? Drei Splitter, perfekt. Ich habe drei Splitter, sehr gut. Ich habe 800, auch sehr gut. Ob ich da jetzt runter will oder nicht, schwierig. Ich glaube, ich gehe nochmal leveln. Man kann hier so wunderbar leveln. Weil die meisten Gegner sind hier, ne? Ein bisschen lasch, würde ich mal sagen. Außer die Minibosse. Da kann man sich recht schön auf die Gegner einstellen, sag ich mal. Zack. Was war hier noch was? Ich gehe mal ganz kurz hoch. Nicht, dass ich hier ein paar Gegner übersehen hätte. Dann brauche ich hier keine Erinnerung ploppen. Hallo. Hallo, du Arsch. Ja, ich meine dich. Genau dich meine ich. Zack. Ins Gesicht. Tschüss, Sperrdude. Stirb.
Natürlich habe ich jetzt alle getriggert. Was soll's? Aua! Nein! Ach komm! Ich will die niederwillig. Danke. Mann, nein! Krieg die wieder ein. Danke. Sehr gut. Und keine Axt. Schade. Keine Axt. Echt schade. Hui! Ich kann fliegen. Hui! So. Jetzt gehen wir nochmal leveln. Wir gönnen uns das einfach mal. Dass wir hier leveln können. Später wird es dann ein bisschen schwieriger. Da brauchen wir dann, keine Ahnung, 10.000 oder so. Für einmal leveln. So, Stufe 3. Perfekt. Weniger Mana-Verbrauch. Und dann beim nächsten kriegen wir eine Wurfaxt. Die ist ziemlich geil. Und dann nochmal mehr Damage. Auch sehr geil. Also die Axt ist genial am Anfang. Und wenn man dann nochmal auf Stärke und Vita levelt, ne, 10 Stück, kriegt man nochmal extra hier, ne? Aufs Maul. Was ist jetzt mit meinem Level Up? Ach, hey. Braucht 1400, nicht 1000. Upsi. Na gut, okay. Noch mehr Items ploppen, wenn wir es können. 1, 2, 3, 4. Zack. Noch mehr ploppen. So. Level Up. Mehr Stärke. Easy. Immer mehr Stärke. Wichtig für den Anfang. Nämlich im ersten Gebiet kriegt man sehr viele Stärkewaffen. Am Anfang zumindest. Später dann ein bisschen weniger. Was haben wir denn noch? Parry haben wir. Das haben wir. Mehr Damage. Nicht das. Ein Klauenangriff. Luftklauenangriff. Der ist ziemlich geil. Sehr praktisch. Ne? Angriff aus der Luft. Weil. Ne? Weg da. Zack. Schau mir da. Weil, was die meisten nicht wissen, mit dem Luftangriff kann man sich sehr gut aus der Schusslinie der Gegner weghüpfen. Na, was ist mit dir, Freund? Und einmal. Zack. Hast du was für mich? Nein, dann nicht. Okay. Muss ich damit leben. Aber was ich sagen wollte, vom Kampfsystem her, der Luftangriff ist übelst mächtig. Nur so by the way. Weil, na, jetzt kommt das Weil. Weil die Gegner können dich in der Luft nicht angreifen. Egal, ob du angreifst oder ausweichst. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, wenn du in der Luft ausweichst, kannst du nochmal einen extra Angriff machen. Also gleichzeitig ausweichen und zum Gegenangriff übergehen. Was ziemlich mächtig ist. So, war hier was? Achso, Tür ist zu. Ja, okay. Tür ist zu. Na, dann halt nicht. So, jetzt zack mal nochmal hier. Du da. Nein. Daneben. Bye. So. Gib mir eine Axt, mein Freund. Nicht? Keine Axt. Jetzt muss ich leveln, dass ich Glück auf Stufe 3 mache. Die Baumgesegneten. Man sieht ja schon, ne? Die Äste. Die wachsen hier aus dem Körper heraus. Ja. Was echt widerlich zum Anschauen ist. So. Ich hole ich auch noch. Gib mir eine Axt, gib mir eine Axt. Nichts. Schade.
Na, dann halt nicht. Hui. Ja, du kleiner Arsch. Natürlich kommt ihr hier zu zweit und zu dritt. Dreckschweine. Richtig schöner Hinterhalt. Nein. Hier hätte ich versuchen können, meinen Sprungangriff zu üben. Nicht mit dem Stiefel hier. Junge, auf mit dem Stiefel hier. Was soll das? Der prügelt mit dem Stiefel auf mich hier. Junge! Lass das! Danke. Kann sie ja nicht sein. So, erledigt. Und jetzt kommt noch ein geiler Bossfight. Also ein Mini-Bossfight, wenn es stimmt. Da steht noch einer, den können wir aus dem Hinterhalt erledigen. Batsch! Oh, daneben. Suppi. Na klar. Ich will einmal mit Schmackes hier den Gegner von aus dem Hinterhalt erledigen. Und dann geht's schief. Ne? Na klar. Zack. Weg mit dir. Irgendwo da vorne ist ein Miniboss. Den holen wir uns gleich. Falls er uns nicht sieht. Jetzt warte mal. Nö, er sieht uns nicht, glaube ich. Oder? Miniboss? Hallo? Er sieht uns nicht. So, ein bisschen Lore wieder lesen. Notizen eines unbekannten Hoffnungslo... was? Nein! Hey! Lass das! Junge! Da kommt uns direkt der Miniboss in die Quere. Junge, Junge, Junge. Hui! So macht man einen Reflektangriff, ne? Hoppla. Batsch. 1, 2, 3. Und nochmal, weil es so schön war. Was ich so schön finde, bei langsamen Gegnern kann man richtig schön Parry machen. Na komm. 1, 2, 3. Aua. Arschloch. Und tschüss. First try. Mini-Boss. Easy. Easy. Ja, danke Notiz. Danke, ich möchte gerne Dinge aufheben. Easy first try. Na? Wenn man den Jump-Angriff versteht. Na? Wie habe ich das jetzt gemacht? Talente? Siebel? Amazon. Sprung-Siebel-Angriff. Drücke im Sprung die Angriffstaste, um einen schnellen Schlitzangriff nach unten zu durchführen. Vollführen. Mein Gott, lesen ist schwierig, ich sag's euch. Auf jeden Fall, das Ding hat man am Anfang schon gelevelt. Und der Witz an der ganzen Sache ist aber der, die Attacke, die man noch braucht, ist der Schrittsprung. Den hat man mit Level 1 nicht. Und die meisten Leute denken sich so, ich kann hüpfen und gleichzeitig im Hüpfen angreifen. Wie funktioniert denn das? Ich kenne mich da nicht aus. Ganz einfache Sache. Wenn man ein Level Up hat, levelt man ein einziges Mal in den Schrittsprung und danach kann man diesen Angriff einsetzen. Erstens, man weicht aus und zweitens, wenn man in der Luft ist, kann man angreifen. Verwende die Hüpftaste oder Ausweichentaste in Richtung des Gegners. Also man muss in die Richtung des Gegners schauen. Man muss ihn anhüpfen. Also in dem Sinn in den Dash in die Richtung des Gegners machen, wenn er einen kritischen Angriff einsetzen will. Natürlich, das zeigt sich ganz leicht. Also es kündigt sich an, wenn man hier... hat man das hier schon? Es wird angekündigt. Sagen wir es mal so. Ein kritischer Angriff wird angekündigt. Erstens durch ein Geräusch. Das hört man im Hintergrund. Zweitens, sobald der Fokus grün leuchtet,
weiß man, okay, er greift jetzt gleich an. Und dann muss man den Dash machen Richtung Gegner. Also Richtungstaste und den Dash Richtung Gegner, sobald er angreift. Sobald der grüne Fokus ist, läuft man auf den Gegner zu. Und dann, sobald der Impact kommt vom Angriff, dann dasht man auf den Gegner zu. Und statt zu dashen, auf den Gegner zu dashen. Und statt dem Dash kommt dann der Sprungangriff. Das gibt es mit den Klauen, kann man das machen. Die Gleitklauen kann man in der Luft angreifen mit den Klauen. Das muss man einmal leveln. Dasselbe hier mit dem Ausweichen. Muss man auch einmal leveln. Das Einzige, was man nicht leveln muss, ist der Säbel. Der Säbel ist von Anfang an auf Level 1. Und da sind die meisten Leute ein bisschen verwirrt, ne? Wie mache ich denn einen Sprungangriff? Ich verstehe es nicht. Ja, und wenn man sich da ein bisschen mit dem Talentbaum beschäftigt, vielleicht findet man dann irgendwann aus Versehen das Talent Schrittsprung. Das ist genau das, was man eigentlich braucht für diese Art Kampfstil, sag ich mal, ne? Oder den Reflektangriff kann man hier machen. Gut, was machst du hier? Ist ja gut. Krieg dich wieder ein. So. Einmal, zweimal, dreimal. Daneben. So. Nochmal. Zack. Ins Gesicht. Easy. So. Jetzt laufe ich nochmal ganz kurz hier durch. Hier müsste es Lore geben. Ganz geile Lore. Wieder eine Aufzeichnung vom Dorfältesten. Ne? Der ist ja im Bunde mit dem Dämmerzirkus. Obwohl Udo unter den Bewohnern von oben sehr populär ist, sorgt es sich dennoch um das Bäumemeer. Denn sein Zirkus versorgt die Leute nicht nur mit Arbeit und Rohstoffen, sie geben sogar Gratisvorstellungen zur Unterhaltung. Jeder von uns, die noch nie die Außenwelt gesehen haben. Viele sind Udo für sein Mitgefühl dankbar. Wenn der Zirkus also nach neuen Mitgliedern sucht, melden sich die Waldbewohner in der Regel freiwillig. Bereitwillig. Also, er ist populär bei den Armen und ist aber auch populär von oben, also beim Adel. Die Leute vom Adel kennen ihn und auch die Leute im Bäumemeer kennen ihn. Also, der hat schon so ein bisschen Berühmtheit, der Udo, als Illusionist. Und ne, Chef von Bäumemeer. Und er gibt ihnen Arbeit, er gibt ihnen Geld, ne, das Ganze drumherum. Ne. Alles, was man für eine Sekte braucht. Ne. Ist hier nichts? Hier ist nichts? Hier ist nichts? Nö. Da war nur der Minibus. Interessant. Hallo! Gibt's hier noch was anderes? Ey, guck, guck. Na komm her. Kommst du? Daneben! Easy. So, zack. Und tschüss. Keine Axt. Echt schade. Ich brauche mehr Äxte. Zack und weg. Hier gibt's nix. So. Und na, wir sind jetzt eigentlich fast schon durch mit dem Spiel hier. Wir haben hier einen schönen Shortcut. Dann. Was haben wir hier? Achso, das ist die andere Seite. Okay. So. Einmal leveln können wir. Glaube ich zumindest. Können wir leveln? Kann ich leveln? Solchen Waffe. Schön. Was ist denn das? Hä? Achso, die Faust. Ich kann die Faust leveln. Ja, schön. Brauche ich nicht, aber danke. Speer, Dolch, der Hammer. Nix Gescheites. Na, ich hätte jetzt noch gern hier Stufe 4. Dann kriege ich die Wurfaxt. Die ist auch sehr geil. Hier wird dann nochmal der Angriff verstärkt. Auch sehr geil. Na, mir fehlt so, glaube ich, ein Level ab noch. Dann kriege ich wenigstens den Stärke-Boost.
Und nicht den Vita Boost? Ja. Da würde ich dann noch mal ein bisschen leveln. Wenn möglich. Tränke. Noch ein bisschen aufwerten. Eine Zutat für Tränke. Soll ich? Ich bin mir gerade nicht sicher. Die Trankmenge auf 5 erhöhen. Ich mach mal die Zutaten. So. Jetzt können wir geile Zutaten brauen. Wir haben noch nicht so viel, aber was soll's. Was kriege ich hier? Gesundheit. Was kriege ich hier? Schaden wird reduziert. Energie plus. Ja. Ich glaube, am Anfang ist das Beste nur mehr Heilung. Später kriegt man dann noch ein paar Rezepte, wo man dann zwar mehr Heilung kriegt, aber auch mehr Schadensbonus, mehr Energieregener, Schadensbonus, Schadensreduzierung. Also da gibt es ein bisschen mehr. Da gibt es Lebensplus, Energieplus, weniger Schaden und mehr Stärke. Und später kriegt man hier nochmal ein paar Rezepte. Wenn man sehr, sehr, sehr achtsam durch die Welt läuft und diese Lore-Zettel aufhebt, ab und zu kriegt man dann noch ein paar Hinweise auf die Rezepte. Also da steht dann so, ja, mische Thymian zusammen mit, keine Ahnung, mit Lavendel und mit Minze und blablabla. Also das steht dann in den Lore-Schnipseln drin, ne? Volkstränke, also wenn irgendwo steht Volkstränke, ne? Sehr aufmerksam lesen und dann kriegt man ab und zu hier durch die Blume ein paar Hinweise auf Rezepte, die man dann hier in die Tränke reinstopfen kann. So. Wir haben jetzt, glaube ich, noch eine halbe Stunde. Mir fehlen noch ein paar Dingens hier. Warte mal kurz. Ich will hier noch ein bisschen leveln. Noch mehr leveln. Und noch mehr Vita. So. Na, langsam wird es ein bisschen teuer, ne? Also 2000 Erinnerungen. Meine Güte. Und wir sind erst Level 12. Was ich machen würde, wäre bis Level 15 leveln, dann habe ich mehr oder weniger alle Talente, die ich wollte, also will, für den ersten großen Bossfight. Ne? Da müsste ich jetzt ein bisschen farmen gehen. Ich weiß nicht, wie interessant das ist für den Stream. Jetzt irgendwie farmen gehen. Natürlich, der Necro ist auch gerade abwesend. Drago ist jetzt auch nicht da. Also, wir würden jetzt so mehr oder weniger den ersten großen Bossfight machen. Nur schaut halt gerade keiner zu. Was irgendwie doof ist, ne? Also wenn alle im Lurk sind und alle nicht da sind, will ich mal ganz frech sagen, Perry, wichtig, Energieparade. Heilung, wichtig. Ich bräuchte noch 3 Level-Ups. Hier, Energieregener, Kurzklauen-Buff, Ausweichen, Schrittsprung ein bisschen hochleveln, schneller Regener, mehr Dolchschaden, mehr Säbelschaden, das hier, auch sehr wichtig. Ja, den Schrittsprung habe ich schon gelernt, ne? Auch sehr wichtig für den Bossfight.
Gleitclown und. Wo war das andere? Den Sprungsäbelangriff, auch sehr wichtig. Der Rest ist dann nur noch ausweichen und. Parry. Parry und ausweichen. Für den ersten großen Bossfight. Und hier kann man halt noch mal ein bisschen was reinstopfen, dass man weniger Schaden erleidet. 30% Silikon-Schadens wird um 10 reduziert. Die 20. Also hier Minimum 2 Punkte rein. Dass 30% des Schadens um 20 reduziert wird. Also eine Chance von 30%, dass 20% reduziert werden. So rum. Also jeder dritte Angriff wird dann reduziert vom Schaden her. Auch sehr praktisch. Und ja, wir sind erst Level 12. Ne? Also so Level 15 oder so Level 18. Ne? So um den Dreh, dass man wirklich alle Talente hat, die man wirklich benutzen will. Ne? Und naja, der Rest ist dann mehr oder weniger, ja, Skill würde ich mal sagen. Skill. Jetzt ist die Frage, ob jetzt noch jemand zuschaut oder alle im Lurk sind. Sonst, ne? Würde ich mal sagen, ich mach früher Schluss. Aha. Ich mach früher Schluss, Leute. Wenn alle nur noch im Lurk sind. Ich meine, der Boss ist hier schon sehr, sehr episch. Mal gucken. Ob da sich jemand aus dem Lurk rauszerren lässt. Wenn nicht, dann, ja, dann war's das für heute. Dann lasse ich euch mit einem bösartigen Cliffhanger hier zurück, ne? Ich frage mich gerade, was macht die Raya und der Loki? Beim Loki weiß ich ungefähr, ne? Der macht hier irgendwo neue Arbeit. Er hat seinen alten Job hier ruhen lassen. Und Raya hat auch irgendwie Stress, irgendwie. Keine Ahnung. Die Zahntechnikerin. Hört sich eigentlich nach einem sehr geilen Beruf an, aber anscheinend doch nicht so geil. Alle haben irgendwie Stress. Recht doof. Ich laufe einfach nochmal durch, ne? Warte mal, wir haben noch einen Miniboss. Habe ich ganz vergessen. Wir haben noch einen Miniboss. Habe ich komplett verpeilt. Der ist hier versteckt. Ein versteckter Miniboss. Ich weiß jetzt nur nicht, in welche Richtung ich da laufen muss. Hallo? Aber nichts. Auch ziemlich gut versteckt gerade. Eine Notiz. Notiz über das Leben in Hermes, Zirkus 2. Nachdem Oda sich dem Dämmerzirkus angeschlossen hatte, erreichte dessen Bekanntheit ungeahnte Ausmaße. Er hob die Qualität ihrer Vorstellung auf eine völlig neue Stufe. Was Odos Vergangenheit angeht, gehen die Meinungen auseinander. Sehr interessant. Also Odo hat anscheinend eine sehr düstere Vergangenheit. Vielleicht hat die was mit dem Adel zu tun. Ne? Wenn die Adeligen Odo kennen, dann... Ne? Hi! Hallo! Aua! Na, du Bitch! Aua! Na, das war mies. Ey! Nein! Hast das? No? Ich hasse dich.
Ja, ich weiß. Ich hasse dich auch. Aua. Stirb. Aua. Und tschüss. Im First Try. Ah, nice. Auch so ein richtig böser Gegner. Der richtig, richtig fies zu prügeln kann, ne? So, ich glaube, hier war aber nichts mehr. Außer Miniboss. Nö. Aber auf jeden Fall, Odur hat Verbindungen zum Adel. Was schon sehr interessant ist, ne? Also irgendwie kommt da noch mehr, was die Story von Odur angeht. Man kann gespannt bleiben. So, wie viel habe ich denn jetzt? 6 Stück habe ich. Ich brauche noch ein Level-Up. Mehr als eines. Mal solchen Waffe. Murfdolche. Murfdolche. Ganz nett, aber ich kann nicht damit umgehen. Man kann so ein bisschen die Murfdolche spammen. Sehr witzig. Aber, naja. Die machen nicht so richtig viel Damage aus meiner Sicht. Was geil ist bei den Dingern ist, sie können kritische Angriffe parieren. Das ist ziemlich geil. Aber sie kosten halt 100 Energie. 80 bis 100. Es ist ein bisschen viel. Nicht meins. So. Wie viel brauche ich für ein Level Up? 2000. What the fuck? Läuft. 2000 für ein Level Up. Holy crap. Holy crap. Na gut. Ein Level Up 2000. So. Axt farmen. Nix. Schade. Brauche noch mehr Axt. Will die Wurfaxt haben. Wenn möglich, ne? Für den Bossfight. Zack. Na, ey! Auf! Aus, aus, aus! Lass das! Oh, Mistvieh. Geht doch mal sterben! Danke. Herrgott. Nö. Ey, Junge! Was geht mit dir? Hast du Probleme? Meine Güte. Immer die Gegner, die so tun, als wären sie Bosse hier. Tja. Lächerlich. Ah, du kriegst auch noch einen aus dem Maul hier. Bye. So. Ich brauche wie viel? 2000. 2000. Erfahrungspünktchen. Na? Was mit dir? Hallo. Batsch, aus dem Maul. Nope. Aua. Und tschüss. Tschui. Ja, nächste. So. Haben wir das auch. Wieder eine Axt. Perfekt. Brauchen mehr Äxte. Mehr Äxte. So. Schauen wir mal darüber. Da noch was Schönes war. Da unten versteckt sich einer. Ich glaube, den erwische ich hier aber nicht, ne? Schwierig. Oh, doch, ich habe ihn erwischt. Oh, geiler Flugangriff, ne? Ah! Gib mir eine Axt. Nice. Nein, daneben. Ey. Meine Güte. Aua! Nein! Oh, nein. Jetzt sich erledigt. Haha! Easy. So. Da unten steht auch noch einer rum, glaube ich. Wo ist er denn? Da! Oh, daneben gehüpft.
Blöde Durchtante hier. Ganz ja nicht wahr sein. Meine Güte. Nein. Na, krieg ich was? Nö. Schade. Ich warte immer drauf, dass die Gegner was droppen. Aber nö. Einmal nichts. Na gut. Knausrig. Oder? Nein. Der andere. Na komm. Und? Kriege ich eine Axt? Bin enttäuscht. Enttäuscht. Enttäuscht von Gegnern. Eieieiei. So, mal gucken. Habe ich eine neue Axt? Neue Axt. Please. Yes. Besser geht's nicht. Wurfaxt. Drücke zweimal, um eine Axt zu werfen. Nice. Gefällt mir. Da kann man noch mal ein bisschen den Damage erhöhen. Das ist was Geiles. Sehr schön. So, wie viel brauche ich fürs Level Up? Ich brauche 2000. Das ist echt heftig. Dann wollen wir noch mal. Wie viel haben wir jetzt? Nice. Das wird ein bisschen knapp, ne? Wie viel habe ich? 1000. Na, jetzt habe ich bald nichts mehr. Hey. 2000. So, was machen wir denn jetzt? Solche. Seuche, wir brauchen eine Seuche. So. Haben wir wieder ein Talent. So, am besten Energieregener pro Parry. Ausweichen. Ja. Luftangriff mit den Klauen. Ja. Einmal den Jump. Einmal den Jump mit dem Säbel. Waffe verstärken. Ja. Machen wir den Säbel. Mehr Säbel-Damage. So. Ab jetzt wird es ein bisschen schwierig mit dem Leveln. Weil, meins, wir haben keine Erinnerungen mehr, die wir hier irgendwie ploppen könnten. Alchemieverstärker wird auch ein bisschen schwierig. Die kriegt man durch die Minibosse. Ja. Sehr schwierig. Ohne Miniboss-Kill gibt es keine Schlüssel und auch keine Alchemieverstärker. Die Erinnerung kann man sammeln, wenn man Notizen aufsammelt. Ne? Diese Story-Notizen hier, die wir gesammelt haben. Wir haben schon 24 Stück, das ist schon mal ein guter Durchschnitt, sag ich mal. Wir haben 94 Maximum und haben 24 im ersten Gebiet. Da kommt noch ein bisschen mehr. Ja. Durch jedes Schnipsel kriegen wir noch ein paar Taschen-Erinnerungen hier. Aber die gehen uns gerade aus. Also Level ist jetzt nichts mehr. Außer wir farmen Hardcore. Was ein bisschen schwierig wird. Ne? Das braucht dann wirklich viel mehr Zeit. Ja, Endboss battlen? Nee. Ich mach den Endboss nicht. Ich glaube, nächsten Samstag, ne? Falls Leute Bock haben zu gucken, ne? Wenn nicht, dann mache ich wieder einen Viewer-Stream. Was ein bisschen doof ist. Oder die Leute sind verschreckt, weil ich hier Lore daneben geschrieben habe. Die wissen dann, die Leute, oh mein Gott, er redet wieder nur 3 Stunden. Nee, ich laufe durch und sage Bosse. Minibosse. Ich erkunde Gebiete.
und lese dazwischen auch immer wieder ein bisschen Lore, ne? Das ist mein Ziel. Und dann will ich auch jeden Miniboss und auch jeden Hauptboss mitnehmen, den ich kriegen kann. Und hier die Lore erzählen. Da, hier die Lore. Hier die Lore erzählen, ein bisschen erzählen, wie funktioniert das Kampfsystem. Ne? Da kommt dann noch ein bisschen mehr dazu. Ne? Wir sind jetzt Level 13. Wir sind Level 13. Und bis maximal Level 24, ne, kriegen wir Talentpunkte. Und danach ist Sense. Ja. Ich würde mal sagen, für heute zumindest. Hoppla. Ich würde mal sagen, noch für heute zumindest. War's das. Nur für heute. Nur ein kleiner Start in das Spiel. Also ich denke mal so 3, 4, vielleicht maximal 5 Streams. Dass ich hier durchrasche und zwischendurch nochmal ein bisschen die Story erzähle. Ne? Mal gucken, ist noch irgendjemand online, den wir hosten können? Ach du Scheiße. Oh. Wir haben einen TÜV-Streamer, Leute. Wir haben einen TÜV. Einen TÜV-Streamer. Ach du Scheiße. Okay, Leute. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Und wir schauen jetzt TÜV 1. Wir schauen jetzt TÜV 1. Bei einem Dude, der fast nie streamt. So. Jetzt kurz mal Bescheid sagen, dass Nico weiß, was ihm erwartet, wenn er nicht mehr reinguckt, ne? Was er verpasst. Keinen Bossfight, sondern einen TÜV-Stream wieder verpassen. So. Ja, mal gucken. Warte mal. Kanal hosten? Blödsinn. Kanal raiden? So rum. Warte mal kurz. Ein YouTuber Kanal Raiden TÜV Gold. Genau. Das ist eigentlich ein YouTuber, YouTuber, der ab und zu streamt. Und er hat ganz, ganz viele Leute normal bei sich von YouTube, aber es sind ganz, ganz nette Leute. Und wer Bock hat, ne, kann da mal vorbeigucken. TÜV-Streams, Let's Plays auf YouTube, Soul Reaver-Teile, TÜV-Teile, ein bisschen Schleich-Games, ein bisschen Vampir-Games und ja, alles mehr oder weniger bunt gemischt, würde ich mal sagen. Und na, der brennt für seine Spiele. Witcher-Games, ne? Witcher 1, 2, 3, TÜV-Spiele, Soul Reaver 1, 2, 3. Er zockt wirklich alles. Also alles, was irgendwie ein bisschen alt ist. Aber er macht halt sehr viele YouTube-Let's Plays. Und ab und zu, ganz, ganz selten, streamt er auch ab und zu. Ne? Und heute ist diese eine Ausnahme, wo er streamt und nicht nur YouTube-Let's Plays macht. Ne? Auf jeden Fall reingucken. Warte mal kurz. Und shoutouten ganz kurz. Falsch geschrieben. Moment. Der Typ heißt Kokosnuss Chris. Kokonat. Eine wilde Kokosnuss. Chris. Genau, mit Chris Doppel S. Ne? Und er spielt Tiefgold. Genau. Habe ich auch nochmal vor. Aber zu einem späteren Zeitpunkt. Und bis dahin würde ich mal sagen, man sieht sich, hört sich und liest sich. Hoffentlich, ne? Am Samstag, nächsten Samstag vielleicht mit mehr Aktivität, ne? Ich mache hier meine Herzensspiele. TÜV, nicht TÜV. Timisia, ne? Und keine Schatzo. Mein Gott, alles natürlich First Try. So, aber bis dahin, man sieht sich, hört sich und liest sich. Ciao, ciao.